Namen da draußen. Freitagabend, der Geekfreaks Livestream 22 Uhr. Wir sind wieder mehr oder weniger ein paar Sekunden zu spät, aber pünktlich, immer noch pünktlich. Die Jungs sind alle da, witzigerweise direkt kurz vorm Stream eingetroffen, ist das nicht heiß. Und wir sind schon ganz geil auf diesem Stream, auch wenn wir ziemlich müde sind und ein bisschen kaputt. Aber das tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch. Wir haben wieder Themen gesammelt. Ihr wart dabei, Livestream-Abstimmungen letzte Woche. Ihr habt euch rausgesucht, was wollt ihr für Themen hören. Ich habe so gut es geht alles noch ein bisschen zusammengearbeitet und habe mich mal ein bisschen vorbereitet, vor allem auch mit viel, viel Kaffee. Und das ist auch schon das Stichwort. Ich schalte mal zu den Jungs rüber, ob es denen auch gut geht und ob die auch so viel Bock haben wie ich. Was geht ab, Jungs? Servus. Hallo. Servus. Fällt mir mal die Musik wieder rein. Viel zu viel Kaffee, richtig. So, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr auch Bock habt. ASMR, wisst ihr nochmal? Daran seht ihr schon mal, ich habe das Mikro umgestellt. Ich habe jetzt hier dieses hier. Das Lavalier habe ich jetzt benutzt. Ich hoffe, die Audioqualität ist noch genauso gut wie beim letzten Mal mit dem großen Mikrofon. Das habe ich jetzt abgeschafft, weil klingt irgendwie schöner und ist auch für mich leichter, mit diesem Kabel zu arbeiten, dass ich auch immer richtig im Mikrofon spreche. Das ist halt für mich ein bisschen leichter. Ich hoffe, das klingt für euch auch klasse. Und ich kann natürlich jetzt meine neuen Features von GoXLR nutzen, weil ich jetzt endlich das vollwertige große GoXLR habe. Und Jungs da draußen, ihr hört euch heute alle echt gut an soweit. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwas viel verrauscht ist oder scheiße klingt. Außer beim Lukas, der rauscht ein bisschen. Normal, ne? Ja, der Lukas rauscht ein bisschen schweigen, aber sonst ist alles super. Wie immer. Jo, Carsten hat extra vorher noch die Kamera eingerichtet. Die sieht jetzt richtig, richtig, richtig gut aus. So richtig mit Orange Teal Look. Da komme ich natürlich nicht hin, mit meiner Beleuchtung. Was? Naja, du siehst richtig cinematisch aus, mein Freund. What? Okay. Ja, cool. Aha, ja. Aha. Wolltest du noch so weinen? Ist schön, oder? Ja. Danke. Und irgendjemand hackt auf der Tastatur. Verdammt. Ich bin's. Sorry. Ja. Immer diese Schreiberlinge. Die Quelle vom. Schlimm. Schlimm, Community-Interaktion. Ja, geht ganz schlimm. Geht das. Mann, Junge. Echt jetzt, geht überhaupt nicht. So. Aber beginnen möchte ich mit was Schönem, und zwar, passt mal auf, wir haben ja jetzt die kompletten Leaks, beziehungsweise die kompletten Infodaten der 3090, 3080, ne, 3070 preislich und auch der Hitzeabfuhr. Und ich wollte sagen, ich hatte recht und bin noch schockierter, als ich vorher gedacht habe. 350 Watt TDP für eine Grafikkarte, den meisten Leuten wird da ihr Netzteil abrauchen, weil es nicht genug Saft bietet und die wissen es noch nicht mal. Das haben wir ja vorher in dem Kühler schon gesehen, dass die Temperatur einfach nicht in den Griff kriegen, sonst würden sie da nicht so einen teuren Kühler drauf bauen. Es ist halt einfach meiner Meinung nach unmöglich, ne? Es ist unmöglich. 350 Watt Fressleistung. Das ist nicht so schlimm. Die Leute, die das wollen, die sollen das kaufen. So, es gibt einen Ferrari, gibt es nicht ohne Grund. Die Leute, die den wollen, die kaufen den. Ja, ich hätte die halt auch gerne. Große Bremsen, damit er stehen bleibt. Und die anderen fahren halt einen Golf. Also nicht ein Ferrari, ich hätte die 3090 auch echt gern, weil rendertechnisch und so weiter, aber das kannst du knicken, ey. Das kannst du nirgends laufen lassen. Kein Server, nix. Das ist Temperatur würde mich jetzt nicht davon abhalten. Nicht die Temperatur, aber halt die Leistungsaufnahme. Die meisten Enthusiasten, die sich dann für eine 390 entscheiden würden, die würden sowohl als auch auf die Temperatur als auch die Spannung ein bisschen drauf scheißen wahrscheinlich. Ist schon klar, aber oh Gott, ich finde es trotzdem. Ist vor allem, wer 1400 Euro für eine GPU ausgibt, der hat halt auch einen 10er Strom im Monat. Ja, das ist. Wobei ich sagen muss, die Ads kommen echt so oft. Das muss ich mal die Automation ausmachen. Wobei ich sagen muss, klar, 10er Strom im Monat, wie ich heute mal nachgerechnet habe, ich verbrauche ja allein. Obendrauf, meine ich. Ich verbrauche ja eigentlich nur für den Android selber hinten schon 50 Euro. Wenn ich das alles obendrauf rechne, Strom darf da kein Hindernis sein für einen Enthusiasten. Sonst bist du. Ich glaube, ne? Das Problem haben wir alle. Ja. Dass wir ein bisschen viel Strom verbrauchen. Ein bisschen zu viel, ne? Na, deswegen soll ich mir mal. Zu viel. Vor 30 Jahren haben die Leute nicht mal ein Zehntel von dem Stromverbrauch wie jetzt, aber jetzt hat jedes dreijährige Kind hat ein Tablet und ein iPhone, alles muss geladen werden. Bei meinen Eltern zu Hause ist genauso viel Strom. Die sind auch Wahnsinn. Nicht ganz dran PC. Das wird halt immer mehr. Sobald der Carsten und ich ein Haus haben, ne, jetzt schalte ich einen Carsten extra, deswegen mal groß, weil der Carsten wird wissen, dass ich dann anfange, überall Solaranlagen hinzubauen, ne, im eigenen Haussystem. Weil das wird ihn glücklich machen. Allein dir, was meine Terrarien fressen, das ist der Hammer. Also ja, Aquarium-Terrarium, die sind schlimm. PC. Und ich habe auch keine Server und nichts hier stehen. Aber allein diese scheiß Terrarien. Ja. Boah. Ich sag's mal, ich tease das schon mal an, für in ein, zwei Jahren, wenn wir dann einer von uns beiden schon mal ein Haus hat, dann kommt eine Videoreihe zu, wie baue ich eine Solaranlage und betreibe damit alles Technische mit Batterien und Eigendingen. Das wird klasse.
Musste ich dann da, vorher blockieren. Da, wo willst du die hinbauen, außer aufs Dach? Gartenhaus. Du hast bestimmt eine Gartenhauswerkstatt und da kommt doch schon mal ein Riesenpanel-Array drauf mit Bleibatterien. Gartenhauswerkstatt bist du nicht mehr ganz glatt. Die Werkstatt kommt ins Haus. In den Keller. Also ganz im Ernst, ne? Wenn ich, mit Solar. Wenn ich ein Haus habe, dann hole ich mir doch mein ganzes Server-Equipment und das packe ich alles auf ein riesiges, schönes Gartenhaus, wo dann mein quasi extra Raum für Equipment ist und lege dann einfach schöne Glasfaserkabel ins Haus. Ah, krass. Server-Equipment kommt in den Keller, dann brauchst du weniger Kühlung. Ganz einfach. Du weißt ja nicht, wie tief mein Gartenhaus runtergeht. Hast du einen Keller im Gartenhaus mit einem isolierten Dach? Das hatte ich eigentlich, nicht. Hatte ich eigentlich vor zu machen. Hast du Cody's Lab gesehen, wie er seinen Bunker gebaut hat? Also ich würde das schon gern, aber das ist alles Träume. Kommt irgendwann. Da müsste ich auch vorher. Alex, da bin ich bei. Ja, geil, oder? Das hatte ich nämlich vor, dass ich dann einfach mit Treppen reinmache und gehe einfach einen Stockwerk runter. Aber gut. Alex, war das nicht Colin Firth, der den Bunker gebaut hatte? Ich dachte, beide haben sich so einen Bunker gebaut. Colin Firth hat den Metallbunker gebaut. Den Metallbunker. Der hat den Metallbunker und der Cody's Lab hat doch, glaube ich, seinen eigenen Bunker in dem Haus in Dings gebaut, weil er den irgendwie verbinden wollte mit seiner Mine. Ich weiß es nicht. War aber auch geil. Meint, der hat sich eine Hütte. Der von Colin Firth ist unterm Garten. Der hat, glaube ich, gar keine Hütte drüber. Ach, okay. Der hat Gartenhütte überm Eingang. Ah, okay. Au, ich habe was verpasst. Da hat Dattelbuhr eine Frage. Übrigens, danke für die Kanalmitgliedschaft, Dattelbuhr. Hat eine Frage zu Unreal. Habt das Problem, dass ich bei manchen Docker-Containern nicht auf die Web-Oberfläche draufkomme, obwohl Portos mir vergeben sind. An was könnte das liegen? Falschkonfiguration. Entweder durch einen Router, dass der Router sagt, er blockt diesen Port, dann kommst du gar nicht drauf. Oder der Container hat gar keine Web-Oberfläche, sondern nur Konsole. Also wenn der Container auf jeden Fall einen Button für die Web-UI hat, hat er auch eine Web-UI. Das heißt, ich würde mal auf die Log-Datei drücken. Kannst du auch die Log, über Edit kannst du Log anschauen. Schau her. Wenn du hier so einen Container hast, dann kannst du hier drauf gehen und kannst dir die Logs anschauen. Und die Logs sagen dir normalerweise genau, was dieser Container macht. Und wenn du ihn startest und kommst nicht drauf, dann müsst ihr dir das Ding hier irgendwelche Error-Meldungen auswerfen. Deswegen, schau da mal. Gut. Ah. Ein Hive-Garten, ja, das hätte ich gern. Gut, kommen wir doch mal zum ersten Thema, weil wir müssen ja auch mal hier mit den Themen anfangen. Es gab viele Infos zur Daten, also die Leute haben natürlich abgestimmt, was sie für Themen haben wollen. Und das erste Thema des Abends ist Partitionen und Daten retten. Jungs, wir hatten ja alle schon mal Erfahrungen damit, Daten verloren zu haben und Partitionen. Ja. Was habt ihr dagegen gemacht? Kommt drauf an, in welchem Fall. Teilweise weggeschmissen, weil es nicht mehr zu retten war. Okay. Ja, also kleinere USB-Sticks, SD-Karten, die machen ja gerne mal Faxen, lassen sich dann nicht mehr zugreifen drauf. Sonst SSDs gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man da was retten kann. HDD, wenn da mechanisch was dran ist, kann ich da auch nichts. Also, ich habe es mal probiert, aber das ist schwierig. Ja. Ich habe es nur noch mehr kaputt gemacht dadurch. Also. Moritz, was hast du gemacht? Also ich habe hier sogar noch ein paar Platten, bei denen ich die Hoffnung nicht aufgeben habe, aber mich noch nicht dran getraut habe. Okay. Sag mal so, ich habe dadurch gelernt, Backups sind wichtig. Jede Nacht 4 bis 5, 6 Uhr ungefähr wird die Leitung ausgereizt mit Backups. Server. Sogar mittlerweile geo-redundant. Ja, ist ja halt einfach wichtig, ne? Weil es Backups gibt. Ja. Lukas, was machst du dann, wenn du die Kiste abkackt? Meistens entweder lade ich ein Backup oder wenn ich tatsächlich da eine Festplatte hatte, die komplett im Arsch ist, dann schmeiße ich sie weg und kaufe eine neue, wenn überhaupt. Okay. Carsten? Ich habe schon mal ein paar Festplatten wiederbelebt, um noch ein paar Daten runterzuziehen, aber die haben natürlich dann auch dementsprechend nicht mehr so lange gehalten. Ja, kommt natürlich dann auch darauf an, was auf der Festplatte drauf ist. Also wenn da nur ein Windows-Install ist, was man sowieso im Backup hat, dann kann man die auch wegschmeißen, muss ich den Hassel nicht geben. Wenn da aber quasi Kinderbilder drauf sind, die sonst nirgendwo existieren, dann muss man halt schon mal gucken, wie man die wiederkriegt. Oder das Bitcoin-Wallet. Oder das. Carsten, was machst du? Bitcoin-Wallet war aber auf dem... Ich kann mich dran erinnern, vor einigen Jahren, es sind bestimmt schon 8-9 Jahre, da hatte ich eine riesige Sammlung an Musik, die ich zerstört habe. Ja. Und ich habe bitterlich geweint. Oh Gott. Ich habe wirklich bitterlich geweint. Ja, glaube ich. Bei 2 Terra oder fast 2 Terra Musik. Seitdem, keine Ahnung, fünffaches Backup von jedem wichtigen Scheiß. Ja. Ja, und seitdem habe ich Raid. Ich habe einfach nur, bitte sterb nicht. Und wenn es dir stirbt, ich habe dann was. Was für ein Raid? Ja, verstehe ich. Raid ist natürlich praktisch. Kein Backup.
Nee, aber es ist schon mal hilfreich, für wenn man kleinere Probleme hat mit seinem Datenträger. Im Raid 0 nicht. Ja, im Raid 0 nicht. Natürlich Raid 10. Wenn, dann nimmt man immer 10. Ohne Worte. Wenn ich Raid verwende, dann meistens Raid 0. So, jetzt haben wir schon mal einige Fälle. Jetzt kommen wir zu meinem Fall. Ich habe zum Beispiel nichts mehr an Fotos und Videos, bevor ich 18 bin. 18, nein, 19 ungefähr, weil ich hatte vor 2 Jahren unser neues NAS-System mir geholt und so weiter und da hatte ich auf XT4 einen Plattenausfall in diesem Raid und es hat sich nicht wiederherstellen lassen, deshalb bin ich von TerraMaster jetzt auf Unraid, weil die TerraMaster-Dinger nicht zuverlässig sind und ich habe alles unwiederbringlich verloren. Ich hatte halt damals nicht genug Geld für mehr Festplatten und das ist futsch. Also von mir gibt es, gut, ich konnte noch ein paar Sachen von meinen Eltern wiederholen, aber es gibt de facto nichts mehr. Ich hatte Sachen, seit ich 9 war und das ist alles futsch. Unwiederbringlich. Das soll meinem Sohn nicht passieren, deshalb hat er einen eigenen Drive auf meiner redundanten Ray-Platte im Unraid und das nochmal in der Cloud gespeichert, dass der alles hat. Klar, so lernt man dazu. Aber was macht man, wenn man solche Datenverluste hat? Wie kann man das beheben und wie kann man da was retten? Habt ihr einen Hardware-Fehler? Ich habe ja schon Videos dazu gemacht, wie ihr die SSDs wiederbeleben könnt, NVMe's oder normale SSDs, 2 Videos. Es kann natürlich sein, dass nur die Partition flöten ist. Es kann alles Mögliche sein. Hardware-Defekte bei einer Festplatte HDD lassen sich nur auf eine Weise korrigieren, und zwar indem ihr genau die gleiche baugleiche, 1:1 baugleiche Platte nochmal kauft, sie aufschraubt und das defekte Teil austauscht und sie in Betrieb nimmt. Dadurch ist aber das Siegel weg. Was für ein Fehler du hast. Ja. Bei einem mechanischen Fehler bei der HDD ist es meistens der Lesekopf, der irgendwie verklemmt ist an der Scheibe. Ja. Da brauchst du eigentlich nichts außer sehr viel Feingefühl. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil man die Backen von Haus auf nicht kann. Deshalb sollte man die zweite Platte und ausprobieren, weil ihr könnt es nicht abschätzen. Ja, Lukas? Ja, gut. Also, wenn ihr eigentlich eine HDD habt, wo es verklemmt ist, erstmal probieren, dass man dann manuell, wenn man die tatsächlich mal aufgemacht hat, nicht irgendwie dran rumschieben an dem Lesearm. Nee, sondern niemals. Das ist totgefährlich. Ja, aber wenn du dran gehst, kannst du ganz schnell einen Kratzer drauf bringen. Auf dem Dreher am Motor dann halt die so rotieren, dass sie in ihrer normalen Drehrichtung sich selber in die Parkposition schiebt. Genau. Du musst ganz, ganz leichten Druck auf den Arm geben und dann den Motor drehen. Aber der Motor ist quasi die zweite Variante, die man noch retten könnte. Aber nicht am Arm auf der Platte, sondern auf dem Gegending. Genau. Da Normalerweise sind die Dinger stuck irgendwo auf der Platte. Dann nicht nach unten drücken. Ihr erzeugt einen Headcrash und dann ist da an dieser Stelle sind die Daten futsch. Gefahr, Hochgefahr. Was ich in diesem Fall am liebsten mache und was auch am sichersten ist, ihr nehmt einen Magneten in die Hand, einen kleinen Magneten, nicht groß, nicht stark, dass ihr die Plattendaten beeinsteigt, dockt den an am Lesekopf und hebt den leicht zur Seite. Ganz leicht. Und dann flutscht er wieder in die richtige Position. Mehr nicht. Auch nicht irgendwie auf die Platte, weil dann sind die Daten an der Stelle auch weg. Das hilft, wenn du es ganz leicht und nicht mechanisch berührst. Bei den neuen Platten, vor allem bei den Helium-Drives, ist das schwierig. Und abgesehen davon, selbst wenn ihr das Ding aufmacht oder ihr kauft 2 Stück und tauscht die Teile aus, sagt das Mainboard, dann tauscht ihr das aus. Oder ihr tauscht die Platten raus und hebt sie in die nächste Platte. Das geht, braucht ihr die richtigen Schraubenzieher dafür, ist klar. Aber dann nicht mehr lange in Betrieb nehmen, sondern nur noch, um die Daten einmal zu retten und dann in die Tonne. Weil die ist nicht mehr zuverlässig, die ist nicht mehr versiegelt. Da kommt Staub rein und killt die Daten, das ist so. Aber das ist jetzt der Extremfall. Es ist dann noch irgendwie ein paar Tage oder so meistens, wenn er die einmal viel Spaß bei einer Helium Drive. Ja. Die kannst du nicht wieder die kriegst du nicht mehr zu und da kriegst du nichts mehr gelesen, wenn sie einmal auf war. Ja, das ist ja das Problem. Die Helium Drive, die kriegst du ja auch nicht. Die musst du ja wieder mit Helium befüllen, damit die ihre Drehzahl ja wieder kriegt. Richtig. Und da haben wir schon mal die Probleme. Also wenn ihr mechanische Fehler habt, seid ihr oft verloren. Man kann es probieren, ne? Notlösung, günstigen Scrap kaufen. Aber wir reden jetzt mal von der Softwarelösung, weil oft ist es doch nur ein Softwareproblem. Eine Partition, die verreckt ist. Zum Beispiel. Oder ihr habt aus Versehen die Partition überschrieben. Oder ihr habt die Platte eingesteckt und aus Versehen auf Formatieren geklickt. In dem Fall sind ja noch keine Daten futsch. Das ist ja nur das Register weg. Und ich zeige euch mal, wie man das reparieren kann und was man da tun kann. Wurde oft schon angefragt, wie man Daten eben rettet. Oder ihr habt die Daten teilüberschrieben. Sagt man mal, ihr habt formatiert, wusstet nicht, dass jetzt die Platte ist und habt schon Daten da aufgeschrieben. Was ist denn noch da und wie ist es da? Die meisten Sachen können wieder geholt werden. Egal ob auf NVMe, SSD oder HDD. Und gleich gehen wir mal durch, wie man das machen kann. Habe ich mir mal Remote Desktop mit Apache Guacamole angeschaut? Ja, habe ich mir angeschaut. Ist interessant, konnte mich selber aber noch nicht reinfuchsen, weil ich keine Zeit hatte. Ich arbeite an anderen Projekten im Moment diese Woche. Nächste Woche schaue ich mir das mal genauer an. Interessant, Backups und Lösungen dazu. Klar, und Partitionswiederherstellungen. Und das Einfachste, was es gibt, sind da All-in-One-CDs. Ne?
Jungs haben bestimmt davon auch schon was benutzt. Ich empfehle ja immer einige Programme und ich gehe mal rüber. Ich habe das schon mal vorbereitet, zum Beispiel letzte Woche gezeigt, hier meine Tuning Pack VM und die boote ich jetzt mal hoch. Und in der habe ich ja schon mal was eingestellt. Wahrscheinlich klappt das jetzt nicht. Ja, klappt nicht, weil ich mal wieder den Klassikfehler gemacht habe. Einfach nicht wundern. Was die Boot ändert. Ja, ich muss das wieder. Das ist, wenn ihr da einmal drin seid, ihr müsst die XML immer ändern und ich vergesse es einfach immer. Das ist so nervig. Unraid, also, please fix. Auch noch an Unraid wirklich verbesserungswürdig. Das steht aber tatsächlich dort als Feature Request seit 2014 drin. Ich würde mir keine Hoffnung machen, dass das XML das halt drüber übernimmt. Irgendwann müsste es das machen. Unraid, please fix. Geht nicht. Geht nicht. Diese Scheiße hier. So, ich hab's geswitcht. Jetzt müsste das kommen. Das, ihr habt gesehen, das sieht aus ungefähr, also da oben, es sieht aus ungefähr wie ein Windows-Boot-Vorgang. Ja, es sieht aus wie ein Windows-Boot-Vorgang. Wieso? Weil es ein Windows-PE ist. Aber kein stinknormales Windows-PE, es ist eine Hirons Boot-CD-PE. Hirons Boot-CD ist so das All-in-One-Ding gewesen, um einen Rechner zu reparieren und was zu machen. Und die wird seit 2012 nicht mehr weiterentwickelt. Das war eine DOS-Version in Grub. Und alles Mögliche war mit drin, aber das wurde nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb hat die Community gesagt, pass auf, wir entwickeln das mal weiter und haben das in die Windows PE eingebaut, was ziemlich praktisch ist. Ihr habt also quasi ein Windows, das von Haus auf direkt bootet, immer vom Stick, mit Browser, mit Internet Access, mit allem. Ein Minimal-Windows quasi, mit dem ihr eigentlich auch so schon arbeiten könntet. Minimalisten können einfach davon booten und brauchen kein installiertes, ihr wisst schon, so Betriebssystem auf dem USB-Stick, ne? Ohne Lizenz, ohne alles. Und das kann man auch erweitern. Ist ja auch schon einiges vorinstalliert und das ist auch gut so, weil wir haben viele Tools, zum Beispiel Harddisk-Tools, Driver-Management, ihr habt Computer-Management, ihr habt Master-Boot-Record-Tools und wir gehen das mal Schritt für Schritt durch, was da interessant ist. Zum Beispiel EasyBCD. Starten wir mal. EasyBCD ist die Number One-Schnittstelle, wenn jetzt Windows nicht bootet oder ein Drive nicht richtig funktioniert. Ja, gut, ja, hahaha. Da haben wir nämlich jetzt schon mal ein Problem von diesem Gerät auf, wie heißt das? Von dieser ISO haben wir jetzt ein Problem von Unraid. Wisst ihr auch warum? Richtig, keine KVM-Traube. Ja, keine KVM-Treiber. Das müsste sich aber beheben lassen, ne? In der Regel. Eigentlich könnten wir das ja auch mal patchen und online stellen, dass man die da. Ich habe sie nämlich hier. Ich müsste sie jetzt hier nur installieren. Die müssten sich jetzt gerade installieren lassen auf die EasyBCD, auf die Hirons Boot CD. Wenn das jetzt hier läuft, müsste ich gleich die kompletten Treiber dafür haben. Macht er das? Wirklich? Ja, er macht's. No, er macht's automatisch und er findet die Local Disk. Das ist cool. Das heißt, ihr müsst nur als Virtual.io die Virtual.io eingeben und schon geht das. Oh, das ist sexy. Das ist richtig sexy. Und jetzt, wenn ich EasyBCD starte, finde das. Oh, ist das geil. Oh, das ist cool. Ihr installiert die automatisch in den RAM halt, ne? Aber, Alex, da kleine Frage. Was spricht denn dann dagegen, einfach so lange mal zu sagen, SATA als Drive-Bus, wenn du dann in deiner Unraid-VM arbeitest, um da dann Daten zu recuperieren, weil SATA erkennt ja jedes Windows. IDE doch auch. Wird IO-Driver laden kannst. Ja, naja, naja, pass auf, wenn du aber eine Virtual-IO-Disk hast auf Unraid und du willst die recovern, dann brauchst du die. Du kannst ja, ne? Ja, klar. Ist nur halt einfach so generell so der Tipp, wenn ihr die mal irgendwo nicht laden könnt, weil ihr irgendein anderes Windows-PE habt, stellt einfach das den Bass um. Ihr habt zwar ein bisschen mehr Overhead dabei dann, aber da kann man ja mal kurz drauf verzichten dann, auf die Top-Notch-Performance. Mhm. Haben wir einen Download-Link? Ja, ich gebe dir gleich einen Download-Link. Schreibe ich dir gleich ein, Holy Smile. Also erstmal EasyBCD. Und in EasyBCD könnt ihr hier quasi den Boot-Sektor und den Master-Boot-Sektor wieder installieren und reparieren. Mit drei Klicks. Hier aufmachen, zack, schreibe im Master-Boot-Record und installiere BCD. Und dann ist euer Windows wieder bootbar, falls der MBR kaputt ist. Das sind zwei Klicks. Fehlerbehebung, easy. Hab den Link mal eben reingeschrieben. Dankeschön. Einfach eine Windows-CD nehmen, CMD gehen und da damit Disk fahrt. Jetzt gibt es aber die Sachen, zum Beispiel Testdisk ist ein sehr gutes Programm, wurde gerade schon erwähnt, dass wenn es durchläuft, das repariert fast alles. Recuber würde ich immer nehmen, wenn ich Files habe, wie Videofiles, Bilder, die kaputt sind. Wenn Bilder weg sind oder sowas, immer Recuber. Recuber ist relativ schnell, ihr könnt euch aussuchen, was ihr haben wollt.
ich nehme jetzt mal Bilder und das lasst ihr laufen. Sucht euch aus, welcher Drive es ist. Hier, zack, nehmen wir mal SSC, zack, und dann läuft es durch und es sucht dann nur nach diesem Filetyp und holt die wieder. Mit unterschiedlichen Tiefeinstellungen. Recuver ist da relativ stark, hat auch schon einiges gefunden. Okay, sind es keine Bilder oder Einzelfiles, die ihr reparieren wollt, sondern ihr wollt vielleicht allgemein Textdateien oder Dateien, die gar nicht aufgeführt werden, dann wird es interessanter. Lasersoft ist ganz gut, aber habt ihr das Ganze auf einem RAID oder auf einem NAS, dann würde ich zu den Runtime-Programmen greifen. NAS Data Recovery ist für EXT4 und so weiter, für andere File-Dinger. Habe ich jetzt keins hier, zeige ich euch aber mal. Ihr könnt komplett NAS-Daten wiederherstellen. Ihr sucht die Drives aus, die Physical Drives, die dann zusammenarbeiten und könnt damit dann wiederherstellen. Und ihr könnt auch kaputte RAIDs wiederherstellen. Da kommen wir hin. Ist das RAID-Register kaputt? Hattet ihr einen Ausfall-Drive und ihr wisst nicht, warum das RAID sich nicht wieder laufen lassen tun haben können? Oder ihr hattet zufälligerweise eins dieser blöden von Western Digital oder ähnlichen Herstellern SMR-Drive-mäßigen Drecks-Festplatten-Dingern, die einfach dann einfach im Recovery nicht mehr anlaufen, weil zu viele IOPS und es funktioniert nicht und die haben es nicht richtig deklariert, könnt ihr mit dem RAID-Drive Reconstructor auswählen, was euer Drives sind, was euer RAID-Modus ist und dann könnt ihr diesen RAID-Modus reparieren und das ist sehr wichtig. Viele Leute wissen gar nicht, dass es sowas gibt, dass man einen RAID reparieren kann, wenn es von allein sich nicht wieder ansprechen lässt über den RAID-Controller. Ihr könnt das machen. Der RAID-Reconstructor, der hat so eine Erfolgschance von, sagen wir mal, 70-60%. Bis jetzt habe ich aber noch niemanden gefunden, der sein RAID nicht reparieren konnte. Es geht darum, wenn jetzt nur die Parität ausgefallen ist und nicht alle Daten verloren sind, ne? Ja, kommt auf den RAID an. Genau. Aber wir haben ja hier verschiedene... RAID unter Windows, ja. Ja, unter Windows. Es geht jetzt hier unter Windows und für wer kein Windows hat, der kann den NAS Reconstructor nehmen. Das RAID Reconstruction Tool ist ja auch nur für Windows gedacht oder Linux. Also halt für Desktop-Betriebssysteme. Auch Hardware-RAID-Karten machen die ja eigentlich nur Software-RAID. Genau. Aber Hardware-RAID-Karten, die lassen dich das nicht über eine Software reparieren. Richtig, richtig. Die machen manchmal Modo, die machen echt Modo. Wenn du ein HBA hast, dann alles super, aber... Das wollte ich gerade ansprechen, die machen es halt mit der Reparatur manchmal scheiße. Deswegen nutzt die Hardware-RAID-Karten, wenn überhaupt, einfach nur zum Durchschleifen von der Platte und macht selber Software-RAID, wenn ihr sowas machen möchtet. Mittlerweile, ja. Immer Software-RAID. Wichtig ist, dass die Software in einem Software-RAID ja auch nur eine Software ist, die jetzt zum Beispiel der Hardware-RAID-Controller hat. Der hat ja auch eine Software drauf installiert, aber die ist halt fix. Das heißt, ihr bekommt ab und zu vielleicht mal ein Firmware-Update, wenn überhaupt, aber die ist fix, da könnt ihr nichts mehr machen. In einem Software-RAID gibt es regelmäßig Updates. Egal, ob es jetzt Windows-Software-RAID ist oder, da seid ihr aktueller. Das kannst du so aber auch nicht sagen. Ja, doch, normalerweise schon. Weil die Karten bekommen selten Updates. Wenn du jetzt eine RAID-Karte von vor 15 Jahren einsteckst, wird dieses RAID nicht so effizient sein wie ein neues Software-RAID. Software-RAID frisst halt ein kleines bisschen Overhead vom Rechner weg. Na gut, da liegt es aber dann eher daran, dass er 15 Jahre alt ist. An älteren Protokollen, älteren Anschlüssen und so weiter. Ja. Okay, kurze Frage hatten wir gerade. Unraid Virtual.io oder SATA-Typ? Das kommt darauf an. Speicherst du deine Festplatten digital auf dem Array oder im Cache? Oder hast du eine dedizierte Platte über SATA angesteckt? Hast du eine dedizierte Platte über SATA angesteckt? Dann SATA. Hast du ein Virtual Disk Image? Dann Virtual.io. Anders brauchst du es eigentlich nicht. Generell halt, SATA macht ja halt, wenn du ein virtuelles Image machst, ein bisschen mehr Overhead. Deswegen halt lieber dann Virtual.io nehmen, wenn du ein virtuelles Image machst. Genau. So habe ich es gemeint. Entschuldigung, ein bisschen flapsig formuliert. Ich wollte nur ergänzen, damit alles. Seid ihr jetzt Datenrekonstrukteure? Sagen wir mal, euer Freund hat einen Linux. Oder euer Freund hat uralte FAT-Drives. Hier könnt ihr zum Beispiel NTFS, FAT, Linux alles auslesen. Das heißt, wenn ihr nur einen Windows-Computer habt und ihr müsst ein Linux-Laufwerk auslesen, dann gibt es hier den Disk Explorer für Linux. Und dann könnt ihr hier die Partition-Tables auswählen und könnt dann quasi cross-Plattform übergreifend zugreifen, weil der XT4-Support und der ButterFS-Support für Windows und so weiter ist alles nicht so heiß. Aber diese Tools können dann auch diese Daten wiederherstellen. Evaluation-Copy, das heißt, die Sachen laufen auch nicht ab, die funktionieren auch. Es geht noch weiter. Also ihr könnt jetzt nicht nur die Drives und die Partition auslesen, ihr könnt die Drives und die Partition auch reparieren. Haben wir ja gerade gesehen. Wir haben hier drüben den Boot Recovery, haben den Driver Manager. Der kann hier zum Beispiel Hardware-Driver nachinstallieren, die jetzt in diesem System nicht da sind. Die kann dieses
alle Hardware-Devices, die gerade quasi auf diesem Rechner installiert sind, die kann man jetzt schnell fast installen im Windows PE, so wie es ich mit den Virtual Drives gemacht habe. Dann habt ihr alle Treiber und dann könnt ihr loslegen. Ihr könnt auch Daten wiederherstellen, wie ich es euch gezeigt habe. Ihr könnt auch defragmentieren, falls da ein Problem da ist. Also es ist wirklich alles da, sogar die True Image. Und das ist schön. Ihr könnt damit zum Beispiel nicht nur Festplatten klonen, ihr könnt auch geklonte Platten installieren. Das heißt, euer Rechner hat noch nichts installiert. Okay, und ihr wollt nicht Android nehmen, was schade ist. Och, dankeschön, Holy Smile. Könnt ihr mal Paperspace CloudKit zeigen? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich schaue es mir gleich an. Merke ich mir. Aber ihr könnt Images dann kopieren. Schade, wenn ihr kein Android habt. Ne? Aber damit könnt ihr zum Beispiel Images, die ihr erstellt habt, oder ISOs, die ihr erstellt habt, oder Backups von euren Festplatten wieder einspielen, weil hier die Image-Programme auch mit drauf sind. Und natürlich Partitionen anlegen, editieren, verstellen, umbauen, vergrößern, verkleinern, on the fly. Sagen wir, ihr habt die Partitionierung am Anfang verkackt, habt Windows installiert, habt den kompletten Platz aufgebraucht, dann könnt ihr die Partition hier verkleinern, dass ihr auch noch eine Datenpartition habt, oder. Oder bei Geräten, wo es vielleicht nicht möglich ist oder die pre-installed waren. Ne? Wir haben auch noch hier Low-Level-Format-Tool und das ist auch eine sehr coole Sache. Viele wissen gar nicht, dass man, wenn man Festplatten verkaufen sollte oder verschrotten sollte, hier nochmal Low-Level formatieren sollte, dass Daten nicht abgegriffen werden können. Einfach eine Sicherheitssache. Weil wer dieses Ding in die Hände kriegt, kann damit noch Schmuh treiben. Haben wir ja vorhin auch geklärt. Hm. Ja, gut. Das also, wissen wir hier. Man verletzt eigentlich keine Festplatte das Haus, ohne dass ich die mit NWipe behandelt habe. Du würdest gar nicht glauben, wie viele Leute ihre Platten einfach so verticken. Ich habe schon oft gebrauchte Platten. Weiß das. Ja. Mit weiß Passwortlisten auf dem Desktop ist manchmal ganz lustig. Aha. So mit Passwortlisten auf dem Desktop und du willst nicht wissen, was ich schon für Firmen da teilweise noch auf Platten, die ich noch reinbekommen habe. Also es gibt die Hammerformatierung. Ja. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, sie haben in ihrem Leben schon öfters, also nicht, dass ich das persönlich gemacht habe zum Testen, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, sie haben auf eBay einfach immer so 3-4 Euro Festplatten gekauft, davon einfach mal 3 Euro in günstige Festplatten gesteckt und dann mal geschaut mit Teststicks, was man sich wiederholen kann und erstaunliche Dinge gefunden. Das ist dasselbe gewesen wie nach unserem SSD-Video, wo plötzlich auf eBay das Geschitter losging. Ja, wo sie gemeint haben, wir haben den ganzen Markt zerschossen. Und es hat nach unserem SSD-Video sogar einer gemeint, wir haben ihm seine Lebensgrundlage kaputt gemacht, weil er davon gelebt hat, nur diesen Trick anzuwenden und SSDs zu verkaufen. Wir haben ihm seine Firma, Firma kaputt gemacht und er will Entschädigung haben. Und nach dem Video 40 lassen dürfen. Ich hätte mal für alle kaputten SSDs geschickt. Okay. Du nicht hättest reparieren können. Ja, und nach dem Video haben genau diesen Service halt 30, 40 Leute angeboten. Und alle günstigen Defekten waren weggekauft. Oh ja. Das sind sie heute noch. Und dann sind sie wieder auf eBay gelandet, weil sie dann natürlich in der Hoffnung, dass der nächste Idiot, sag ich einfach mal, die dann kauft und dann versucht zu reparieren. Ja, freaky, ne? Defekte SSD checkt man die Runde und mittlerweile kannst du das eigentlich kaum noch betreiben, weil irgendwie jeder dieses Video gesehen hat und du nur noch voll defekte Platten eigentlich kriegst. Mhm. Oh, ich habe gerade eine gute Frage. Warte mal, ich habe es gerade gelesen. Kann man auch mit Hirons Boot CDs, also Handys mit kaputtem Display, ohne aktivierten USB-Debuggen die Daten retten, wiederherstellen? Ja, ja, wenn dein Handy im MTP-Modus ist, im Datenmodus. Ohne solche Modis und so weiter. Hier, diese Software von Wondershare habe ich da mal benutzt gehabt. Die funktionierte da ziemlich gut. Keine Werbung, aber die ist die einzige, die das plötzlich selber irgendwie hingekriegt hat, den ganzen Kram mit den Modis einzuschalten. Das stimmt. Ernst gemeinte Frage, funktioniert das nicht nur unter Android? Also, nein, nein, nein. Ich glaube mal ein iPhone. Teilweise geht es auch unter iOS. Teilweise. Mhm. Die Modelle. Okay. Aber ihr könnt mit diesem Windows PE könnt ihr das auch machen. Wenn ADB aus ist, geht es trotzdem, wenn das Ding im MTP-Modus ist, dann wird es als Festplatte oder als Datenträger erkannt und dann kann man es machen. Muss aber in diesem Modus sein. Wenn es nur im Charging-Only-Modus war, hast du verloren. Das ist so, da geht nichts rein oder raus. Und vor allen Dingen, damit du es in MTP-Modus starten kannst, musst du ja erstmal das Betriebssystem gestartet kriegen, was ja auch nicht unbedingt mehr bei allen Devices der Fall ist, die du kaputt reinkriegst. Das stimmt. Hi Lukas, wie sieht's aus mit dem noch nicht veröffentlichten Videostream? Kommen die noch? Die kommen noch. Erst dran. Es sind gerade schon Sachen am Laufen. Ja, ihr habt ja auch gesehen, ist ja schon was rausgekommen. Windows ISO Video kam ja schon. Ja. Okay. Machen wir noch ganz kurz weiter. Ich kann wieder synchron veröffentlichen, also kommt gerade. Mhm.
Machen wir ganz kurz weiter, dass wir hier mit dem Thema, dass wir nicht uns zu lang aufhalten, weil die Features von Hyland's Boot CD sind halt riesig. Für alle, die sich jetzt noch nicht überlegt haben, denken, das tut es langweilig. Ich meine, wir haben Sachen wie Aero-Admin, Teamviewer, wir haben PE-Network. PE-Network ist cool, weil das checkt halt ein komplettes Network aus und startet hier den Network-Drive mit, das ist halt sehr geil. Pass auf, jetzt wird's fancy. Und zwar, wenn ich hier runtergehe, unter Other Tools, wir haben 7-Zip, wir haben HXD, das heißt, wir haben einen Hex-Editor, wir haben WinMerge, Grafik, FS-Viewer, klar, Office, sogar, Leute könnten nehmen sowas als Produktivumgebung, ne? CD-Burner, Rufus, Antivirus-Programme, Keyfinders. Damit könnt ihr alle Keys von einem Rechner auslesen. Das heißt, von Produkten, die einen Key brauchen, könnt ihr die Produktkeys auslesen. Microsoft und so weiter. Die Passwörter, Windows-Passwörter auslesen. Nur, wenn es euer Rechner ist und nur in legalen Umfeld bitte verwenden. Nicht bei irgendwelchen Freunden einfach sagen, ich klaue mir jetzt die Passwörter. Ist uncool. Wir haben noch viele mehr. Wir haben CC-Cleaner, wir können die Registry reparieren. Wir haben die Möglichkeit, über PowerShell Dinge einzubinden. Wir können sogar mit TechBench ISO-Downloader eine Windows-ISO laden und Windows direkt installieren, ein legales, richtiges Windows. Oder es in Windows NT Setup starten und können damit eine In-Place-Copy des bestehenden Windows machen, um es zu reparieren. Abgesehen davon, dass natürlich über die PowerShell DISM und so weiter geht und auch SFC ScanNow und alle Wiederherstellungssachen. Und ihr könnt hier zum Beispiel mit Lace of Windows Recovery könnt ihr das komplette Windows reparieren. One-Click-Fixes, Boot-Crash, Loading-Crashes. Das heißt, habt ihr Windows-Crash-Probleme, könnt ihr mit dem Tool versuchen, eure Windows-Partition oder euer Windows an sich relativ schnell mit auf die häufigsten Fehler zu reparieren. Das hat alles eingebaut. Von FixMBR, wie ich es oben gezeigt habe, zu Windows File Repair, Checkdisk, Loading Crashes. Wie zum Beispiel vorhin angesprochen, da hatten wir einen Windows-Ladefehler oder Ladeproblem. Windows wurde heruntergefahren, weil Problem. Kann man damit zum großen Prozentsatz auch reparieren, weil man Sachen recovern kann, falls ihr Registry Backups habt. Oder ihr könnt Random Crashes abfangen mit den meisten, also mit den Most Common Problems. Und ihr habt sogar noch im Hintergrund noch mal ein paar Reparaturtools, die nur auf Windows ausgelegt sind. Damit kriegt ihr eigentlich die meisten Sachen wieder fit. Das ist ein Himmelsgeschenk, die Hyland's Boot CD. Ich nutze die ja seit Jahren. Allein, dass das Ding mittlerweile die Möglichkeit hat, dass ihr damit im Netzwerk arbeiten könnt, Chrome gleich mit installiert habt und so weiter. Ne? So. Das war jetzt von mir. Gut, dass du Interessensfrage noch gerade zu Hyland's Boot. Okay, wer von euch war? Nur gerade noch an die Hyland's Boot anknüpfen. Du bist jetzt wieder auf Hyland's Boot umgestiegen von der UBCD? Ja, bin ich. Weil tatsächlich im Stream von der UBCD warst du ja noch eher von der UBCD überzeugt, statt von der Hyland's Boot. Ja, ich bin immer jahrelang hin und her gesprungen. Welche ist besser, welche ist einfacher zu bedienen? Und dann bin ich drauf gekommen, dass in der UBCD, wenn ich anwende, im Ernstfall brauche ich länger. Weil ich länger durch Menüs mich arbeiten muss, weil ich die Programme nicht so gut kenne und weil man leichter Fehler macht. Die ist einfach zack, zack, klick, 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 läuft. Clicky Bunti ist im Repair-Fall besser. Und zwar deswegen, weil man vielleicht schon erhöhten Puls hat, ein bisschen Blutdruck hat, ein bisschen Angst hat. Und in diesen Momenten ist es so viel leichter, Fehler zu machen. Aber wenn man es direkt mit Clicky Bunti lesen kann und da auch noch Warnmeldungen eingeblendet werden in den Programmen, dass man keine Fehler macht, neigt man dazu, etwas effizienter zu arbeiten, als wenn man einfach mal schnell ein Kommando eingibt und die ganze SQL-Datenbank löscht. Habe ich gehört. Ja, gut. Ne? Ja. Deswegen, und weil die Hyland's Boot CD auch aktuell gehalten wird von der Community. Deswegen bin ich gerade einfach von der ein bisschen mehr überzeugt, weil das Windows PE kommt halt scheiße handy. In der UBCD hast du das nicht. Da hast du nicht dann alle Infos und Installationssachen im Windows PE drin. Aber wenn ich jetzt trotzdem mal schnell einen Befehl googeln muss, kann ich in der Windows PE mein Fenster vom Programm nach da schieben und kann im Browser gleichzeitig googeln und was anschauen. Das heißt, ich muss nicht mehrere Geräte wie ein Handy noch offen haben, um was nachzuschauen. Das vereinfacht meinen Workflow. Deswegen. Ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar. Jetzt gehen wir mal auf Holy Smile aus, weil der hat ja extra gespendet, dass ich seine Frage beantworte. Könnt ihr mal schon geguckt, ist Gaming Cloud über Proxmox. Ah, Paperspace Cloud Kit. Ist Gaming Cloud über Proxmox. Dann bieten dir halt stundenweise zum Beispiel so einen PC, den du dir das kannst. Und da kannst du halt Parsec dann einfach auflaufen lassen zum Beispiel. Ah, okay. Ja, wie viel kostet sowas? Kommt drauf an, hier so ab 18 Cent pro Stunde geht's hier zum Beispiel los. Okay, hier haben wir was. Mal gucken, deswegen. Okay, schauen wir uns das mal an. Paperspace, Products. Ist halt so, okay, Gaming, Tree habe ich auch schon mal ausprobiert gehabt, ist aber halt nicht wirklich gut.
Ja, ansonsten same. Dann so krasse verschiedene. Ja, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem bei Parsec bleiben, ne? Ja, du mietest da ja auch nur eine VM in der Cloud an, auf der du dann dein Parsec implementieren kannst. Also ist so quasi die Shadow, nur du holst es dir halt selber quasi. Dediziert. Ist es wie bei Shadow, dass du eine Windows-VM hast und auch dann... Genau, du kriegst zum Beispiel Windows-VM und kannst dir Parsec und so weiter drauf einrichten. Kannst du das Image behalten? Also, I don't ich gehe mal von aus, dass deine Daten werden gespeichert. Du musst ja dafür bezahlen, dass deine Daten gespeichert werden. Ich habe es mir mal kurzfristig angeguckt, weil das irgendwie als temporär VPS-Lösung relativ attraktiv aussah, aber dann habe ich es doch fallen lassen. Weil eventuell probiere ich es mal aus. Ich habe mir jetzt Shadow geholt zum Schneiden. Okay. Eventuell bekomme ich leider erst im November, weil deren Ressourcen ziemlich limitiert sind. Das habe ich nämlich auch mal geschaut. Wenn du da was willst, musst du das ein halbes Jahr vorher buchen. Genau. Ja. Ich habe, glaube ich, vor 2 Monaten das gebucht, das Standardding, und will dann grade dann ab, je nachdem, wie das funktioniert. Wenn es überhaupt gut funktioniert, die CPU sieht jetzt nicht so gut aus bei Shadow. Ich melde mich mal. Ein Freund von mir, der Roman, der hockt in der Schweiz und der hat selber 3 Jahre lang Shadow genutzt. 2 Jahre lang jetzt Shadow genutzt. 30 Euro im Monat, weil er hatte einen schlechten Razer-Laptop, er hat einen schlechten iMac. Ich habe ihm jetzt den guten Razer-Laptop empfohlen, so. Und hat über den iMac quasi dann das Ganze betrieben. Und er hat gesagt, ja, ist ganz okay, die Pings sind halt für Gaming scheiße. Zum Arbeiten ist es gerade so okay, wenn die Bandbreite passt. Wenn bei den Shadow-Servern aber Probleme sind, hast du auch Artefakte und, weil es ist ja auch nur H265, es wird halt zusammenkomprimiert. Ich empfehle persönlich für solche Streaming-Sachen Unraid mit Parsec. Immer Unraid mit Parsec. Egal wo ihr seid, wenn ihr euren dedizierten Server selber stehen habt oder einen starken Rechner, immer Parsec. Wer keinen starken Rechner hat, muss sich überlegen. Bei diesen Diensten zahlt ihr monatlich Geld und habt danach nichts. Aber die Software, die auf diese Server gespielt werden, müsst ihr auch noch besitzen. Deswegen war das für mich so extrem unnötig, weil ich wollte was zocken, hatte aber nicht genug Kohle, um mir jetzt den PC aufzurüsten. Deswegen wollte ich das quasi einen Monat nutzen, für 30 Euro den ganzen Monat zocken und mir dann einen Monat später, wenn es die Kohle gibt, den Rechner holen. Aber das ist ja Schwachsinn, wenn du ein halbes Jahr vorher bestellen musst. In der Zeit hast du dir einen PC zusammengespart. Richtig. Übrigens, war da nicht auch irgendwas, dass du das halbe Jahr vorher bezahlen musst? Das habe ich mal gehört, irgendwie bei Shadow dann. Es gab da was mit Kündigungs... dass du nicht kündigen darfst, sondern musst im Voraus zahlen und so Zeug. Wie bei Adobe. Es gab's, ist noch nix. Was meiner Meinung nach was ist, wenn ihr da draußen spielt, aber nicht so viel, sagen wir mal so um 1-2 Stunden am Tag, und ihr spielt nur in HD und nicht drüber, dann gibt's ja jetzt von Nvidia alles gratis, ne? Ihr müsst nur das Spiel besitzen und irgendein Server hostet euch das für umsonst. Der Streamingdienst von Nvidia ist umsonst. Das heißt, wenn ihr nicht mehr als HD spielt und nicht mehr als 1-2 Stunden am Stück, dann könnt ihr umsonst die Spiele spielen. Ihr müsst sie nur besitzen. Und zwar mit 20p oder 1080p? 1080p. Full HD. In Ultra. Full HD in Ultra. Ja, ist umsonst. Deswegen für alle da draußen, die keine starke Hardware haben. Ist das jetzt dieses Beta-Programm oder bleibt es so? Das bleibt so. Das ist die Free. Die haben eine Free und eine Paid-Version. Wenn ihr nur Full HD macht, ist es Free bis einer gewissen Zeit, 1-2 Stunden am Tag. Ich meine, für Leute, die eh nicht mehr zocken, ist das okay. Dann spielst du halt mal 2 Stunden. Neue Sessions immer aufmachen kannst. Du kannst theoretisch einen kompletten Tag lang zocken, wirst halt immer wieder rausgeworfen. Ja. Wird dann deine Spieldaten und so weiter werden gespeichert in deinem Account? Die werden sowieso cloud-safe. Das ist alles cloud-safe. Also ist immer safe, du kannst dann weiter wieder neu starten. Wie läuft das denn halt ab, dass der dich rausschmeißt? Macht der einfach dann so aus, als würde es ein Stecker ziehen? Ich denke, dass er das Spiel normal beenden möchte. Speichert er und dann... Der speichert schon und dann ab. Weil du hast ja einen Timer. Okay, wir haben eine Frage. Was hältst du von Disney Plus? Viel. Ich finde Disney gut und ich finde Disney Plus gut. Eigentlich Disney Plus natürlich besser, weil, wer es nicht weiß, Disney ist ein Windows-integriertes Tool, mit dem ihr Image bearbeiten könnt und so weiter. Habe ich gezeigt in dem Windows 10 ISO-Video. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es angucken. Da nutze ich Disney natürlich auch. Damit könnt ihr die Integrität von Windows wiederherstellen und bearbeiten. Und Disney Plus ist zu Disney genauso das gleiche wie Notepad Plus zu Notepad. Einfach viel mehr Funktionen, viel mehr Möglichkeiten und flexibler nutzbar. Deswegen universell nutzbar. Ja, ist ja. Ja, da ist im Chat aber noch Parsec limitiert auf 60 FPS. Das haben die meisten Streaming. Nein. Parsec jetzt nicht. Ja. Wenn du über Cloud spielst, nicht über deinen eigenen Server. 144 FPS kann Parsec übertragen, kannst du einstellen. Ja. Musst du aber Hardware NVENC-Unterstützung haben. Ohne Hardware NVENC hast du keine 144 Hertz. Du musst NVENC haben und musst H264 von Endgerät und Host. Beide müssen H265 NVENC unterstützen.
Dann hast du 144 halt H265 oder H265? Ist halt auch H265. HVAC. Okay. Es, ist NVAC, ja, New HVAC. Für alles über. Bei Parsec steht Favorite Games at 60 FPS HD. Ja, das ist deren alte Website. Also, wenn du das Programm runterlädst, die haben mittlerweile sehr viel geändert. Mhm. Also, noch gerade auf der Website drauf? Ja, ja, die haben es geändert. Die haben das nicht geändert. Also, auf der Website haben sie es nicht geändert, ja, weil irgendwie das nicht geupdatet haben. So, und Teil der Warteschleife bei Nvidia. Wie war das noch mit dem geschenkten Maul, wenn du eine Warteschleife hast, bis du zocken kannst? Warte mal, geht mal rüber, ich zeig's euch. Pass auf hier. Bei einer Standard-Internetleitung, die der Otto-Normalverbraucher in Deutland hat, würde da eine 144 Hertz. Guck mal her. Ankommen. At 240 frames per second, is Parsec only 2 frames behind. With Resync. Also. Der sitzt aber dann auf dem Server in Stuttgart. Naja, es gibt Leute, die mit 240. Das ist zu krass. Also, ich spiele mit 240 FPS. Ich habe einen 240er und aber du, für. Da brauchst du Glasfaser. Das ist auch das Mindeste. Da brauchst du trotzdem Glasfaser, um 240 FPS mit Parsec zu streamen. Das meine ich ja. Du wirst ja auch keine 144 FPS glatt rüberkriegen mit einer normalen Internetverbindung in Deutschland. Ja, also bei Parsec kriegst du halt maximal 50 Megabit rüber, weil die das halt da das Limit gesetzt haben. Da Nvidia sagt, auf den Standardkarten kannst du nur 50 Megabit kodieren. Ja. Das ist Nvidia wieder, außer du hast Quadro-Karten. Aber ja, gut, dann ist es halt relativ unrealistisch für die meisten Leute, dass sie das bekommen. Und dann ist es halt wieder unnötig für alle Spiele, die sowas benötigen. Ja, es ist halt immer eine Kompromisslösung. Wenn du halt schon so Server anmietest, so Cloud-Dinger zum Beispiel, ich meine, natürlich vorausgesetzt, du hast das Ganze mittlerweile dank dieser ganzen neuen VDSL-Kacke und so weiter, die über die Störanfälligkeit, davon will ich jetzt mal nicht reden, da sehen wir mal drüber hinweg, aber du hast ja teilweise schon über 100 Megabit zum Download verfügbar, das heißt, das müsste auf jeden Fall schon funktionieren. Ja. Und das Problem mit den Quadro-Karten, also ich meine, wenn du die Server anmietest, die werden wahrscheinlich dann auch Quadro-Karten einbauen, die können das Ganze dann wahrscheinlich auch ein bisschen flüssiger noch kodieren und dann auch in den Framerates bereitstellen. Absolut, aber die Frage, ob du es abrufen kannst, klar, mit dem typischen deutschen Landanschluss nicht mehr, aber wir kommen da ja auch langsam voran. Gib mir jetzt schon. Verständlich. ich sage euch eins, pass auf. Multimonitor-Support kriegst du bei Parsec übrigens, wenn du bezahlst. Ja, wenn du bezahlst, hast du bis zu... Wie viele maximal? 8. Ah, okay. 8. 8 ist Max. Dann kriegen sie meine 6er hin. Ja. was wollte ich genau? Razer. Halt die 5 Megabit passen. Holy also, Smile. Das Razer-Laptop-Video bin ich am Schneiden. Ach so, Entschuldigung, ich muss hinterher lesen, ne? Ihr wisst ja. Ja, also der Razer Blade gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten, zahlst du 1.500 bis 3.000 Euro, je nachdem, was du halt willst, Monitor, CPU, GPU. Ja, ich habe das jetzt ganz praktisch gemacht, ich habe hier einfach mitten auf dem Bildschirm, da wo eigentlich der Chat auch von deinem Bild kommt, habe ich mir einfach den YouTube-Chat drüber gelegt, der ist dann scharf und den kann ich dann mitlesen. Hier, ich auf dem Bild. Das ist einer der Gründe, warum ich so viel Monitor sage. G000, da hast du aber recht, das muss ich noch ansprechen. Ja, ich kann es ja auch auf einer Monitor legen, aber dann gucke ich halt die ganze Zeit nach da hin und nicht nach hier hin, wo halt eher die Kamera ist. Deswegen, ich habe ihn halt dahin gelegt, wo die Kamera drüber ist. Gray hat mit einer Sache recht. Nvidia zum Beispiel sagt, GTA 5 geht nicht, weil sie was zum Teil abhaben wollen und manche Spiele werden rausgenommen. Das ist ein Problem. Bei Steam anscheinend. Ja, hat Nvidia da nicht dieses ist ein Problem. Von wegen, die haben einmal alle Spiele, die sie mal... Ja, ja. GTA ist ja bei Steam raus, weil sie ihren eigenen Launcher haben. Genau. Es gibt da ein paar solche Probleme. Das macht ein paar Stadia, ne? Ich sag nur, manche Spiele dürfen da erscheinen, manche nicht. Ja, das macht Ubisoft doch schon seit Jahren, dass die Spiele billig auf Steam anbieten, um Leute dann zu ihrem eigenen Launcher rüberzubringen. GTA gibt's ja immer noch bei Steam, nur das macht halt genau das Ganze wie bei dem anderen Kram. Der startet halt einmal kurz über den Rockstar-Launcher dann. Das heißt, den musst du mittlerweile trotzdem installieren. Für die Leute, die es bei Epic umsonst geholt haben, bei denen ist es genauso. Richtig. Ja. So. Genau, genauso schlimm ist es bei Trackmania. Habt ihr den wie heißt? Ja, der öffnet einen Launcher, den habe ich seit 10 Jahren nicht mehr installiert. Ich habe gekotzt, als ich das gesehen habe. EA-Downloader? Ja. Ich hab zum Glück. Ich zock zum Glück Trackmania 2. Und zwar immer noch nur über Steam. Ubisoft Uplay. Ja, der
Ubisoft macht aber in ihrer Spiele. Uplay finde ich aber noch in Ordnung. Also nein. Das ist absolut zum Kotzen. Geht überhaupt nicht. Funktionieren wird der. Funktioniert wenigstens halbwegs. Also mit Epic habe ich mehr Probleme. Ja, gut, aber Uplay brauchst du schon welche Assassin's Creed und Anno. Ja, ne? Ja, die spiele ich beides nicht mehr. Klar, du hast Rainbow Six oder so. Dabei. Das Parcours-Game mit dem Mädel. Ja. Du? Mirror's Uplay. Edge. Genau, alles, was über Uplay kommt, keine Chance. Kaufe ich mir nicht. Wobei. Mhm. Alles Uplay. Ich hab Trackmania auch noch probiert, weil es umsonst war. Mhm. Das Problem ist beim alten EA-Download. Du hast ihn gebraucht. Du brauchst ihn immer noch für manche Spieler. Wenn du ihn nicht patchst, lädt er dir Origin runter. Das heißt, du musst dir jedes Mal den EA-Download neu runterladen. Ja. Und ja, nee. Nö, halt definitiv nein. Mit EA ist wirklich Bullshit, dass die das einfach alles zwangsmigriert haben von den Origin-Accounts auf. Ey, der EA-Download war nicht mal schlecht, der hat einfach funktioniert. Jetzt Origin. Die sind alle scheiße. Das sind die ganzen hunderte Launcher für die ganzen Games. Das ist wie, als würde all die sagen, okay, wir machen jetzt Laden für alles einzeln. Da gibt's nur Wurst, da gibt's nur Käse, da gibt's nur Salat. Ja. Gut, das ist halt Schmerz. Also, und du musst aber alles besitzen, ne? Und alles geht nicht Crossplay. Ja, das ist Schwachsinn. Warum machen die... Ja. Steam ist so eine große Page, ja, dann sollen sie alles... Naja. Weil sie sagen, pass auf, Gabe, du kriegst kein Geld, wir wollen unser eigenes Geld verdienen. War mal, wie war das? Gabe ist schon zu reich. Papa, ich will Eis, wir haben Eis zu Hause. Ne? Ja, das Eis ist zu Hause. We got Eis at home. Eis, ja. You play Eis. Ja, aber dann, ich meine, guck dir da an, dann hast du sowas wie einen Epic-Launcher und dann, wenn du den dir als Laden vorstellst, dann laufen noch 3 Security-Leute hinter dir her und gucken alles zu, was du gerade machst, und zwar auf allen deinen Monitoren. Alles hergeworfen, wenn du nach der Uhrzeit fragst. Im Epic-Laden gibt es wenigstens Regal mit gerade spielen. Ja, klar. Halt mit dem Preis dafür, dass du halt einfach von all deinen Bildschirmen mit allen Daten, die drauf sind, einfach Screenshots tätigen dürfen, zum Beispiel. Ja. Dann sagen ja verantwortlich, dass du dein Online-Banking zumachst, bevor du da irgendwo. Natürlich als Anti-Cheat-Maßnahme. Ey, davor bist du sowieso nicht geschützt. Kauf dir einen Samsung-Fernseher. Dein Smart-TV ist smarter, als du denkst. Wir haben wieder eine interessante Frage von jemandem, der Privat heißt. Cooler Name. Übrigens, Privat. Frage ist: Du hast in dem letzten Capture-Card-Video für 16 Euro vorgestellt. Yep, hab ich. Ab und zu habe ich in OBS das Problem, dass er meine 3 Stück davon gleichzeitig erkennt. Woran könnte es liegen? Das Problem können wir ja. Ja, das Problem habe ich auch. Als Generic USB-Video hast du das Ding ja angemeldet und die tauschen manchmal gerne die Namen, weil Windows das nicht auseinanderhalten kann. Richtig, aber wir haben noch ein größeres Problem. Das ist ein Treiberproblem, Hardwareproblem. Weil diese Geräte werden bei mir auch erkannt, ich habe davon ja mehrere, und wenn ich die angesteckt habe, erkennt zwar OBS diese, aber keine von denen gibt mir Bild aus. Öffne ich das Ganze aber mit der Snapchat-Kamera. Übrigens, mein Bild hier, falls es jemand noch nicht weiß, ich mache das wirklich ohne Scheiß, ich gehe mal rüber über die Snapchat-Kamera. Die hier geht zuerst in OBS, dass das Bild ein bisschen schlechter wie meine bearbeiteten. Und dann habe ich echt die Snapchat-Kamera für diese Blödsinnseffekte. Einfach weil Snapchat, die, ja. Und die erkennt alles. Auch die zweite. Sieht ihr, macht einen Hashtag 2 dahinter, weil witzigerweise die Snap-Kamera hier oben, die hat witzigerweise ein eigenes Ausleseding eingebaut für die Firmware von Eingabegeräten und nummeriert die selber. Und macht es fehlerfrei. Es geht nach der Device-ID. OBS nicht. Da gibt es aber ein Patch für OBS. Zwar nichts Offizielles, aber kann ich dir später mal schicken. Kannst du mir gerne schicken. Würde ich mich gern freuen, weil dann muss ich nicht immer über das scheiß Treiber-Dings vom OBS reingehen, weil das nervt mich sowieso. Allgemein nervt mich OBS mit nachinstalliertem ASIO-Support. Der buggy ist as hell. nervt, aber ist so. Also wenn du das Problem hast, nimm Snap-Kamera oder den Trick von Moritz. Dann kannst du die Devices einzeln ansteuern. Ja. Ist halt, liegt ein Treiberproblem vor. Wie immer. Hey, Napster-Killer, weißt du, woran die Smart-TV-Hersteller verdienen? Werbung, weißt du, Werbung beim Hochfahren des Fernsehers. Ja. Tatsächlich gerade noch Warum? Anderen Workaround. Da gab es ja bei Samsung diesen... Warte, Lukas hat noch was. Gibt noch ein Workaround? Ja, also das ist nicht indirekt Workaround. Ich habe halt hier einfach so ein Ding, wo die Capture-Karte einfach dran ist. Ja, gut. Die gibt mir einfach per NDI. Ja, das ist aber kein Workaround. iStream pro Ding dann und fertig ist. Hast du trotzdem mehr Delay? NDI-Delay 2 Millisekunden oder so. Ja, aber... Ja, klar, wenn es dir direkt um Delay geht, aber dann ist hier so ein bisschen Workaround, was gerade auch hier für den Stream funktionieren würde. Und überleg mal, mehr Komplexität, mehr Fehleranfälligkeit. Ja. Ist so. Jedes Gerät, das mitten reingeschalten wird, erzeugt mehr Probleme.
Okay, wir reden immer viel zu viel gleichzeitig. Wir müssen uns mehr abwechseln. Habe Moritz also nicht verstanden. Okay, wer jetzt? Ja, dann gib jetzt deinen Tipp raus. Moritz, nochmal deinen Tipp raus. Jetzt schalten Moritz schon auf groß, der ist wichtig. Ja, ja, ich werde bald was im Forum posten dazu. Ich habe ein Plugin irgendwann mal gefunden, womit OBS nicht, ich weiß gar nicht, wie der das macht, aber wenn der diesen Patch nimmt, nimmt er die Video, die Devices nach der Device-ID und nicht nach, ich glaube, das nutzt sogar nur den Name oder so. Oder Treiber oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit diesem Patch funktioniert es dann. So hat es zumindest bei mir dann funktioniert. Super. Gibt es, glaube ich, auch, wenn du googelst in OBS-Forum. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Am Ende ist es wie ein ungewolltes Payback, ohne dass du was dafür kriegst. Ja. Okay. Also, Jungs und Mädels. Nächstes Thema. Wichtig, weil Speedtest. Wir haben ja alle Internet und vorhin haben mich auch wieder welche gefragt, was ich für ein Internet habe. Wir haben hier ein 250 Down und 50 Up Internet. Dafür zahle ich 70 Euro im Monat. Schneller geht nicht an dieser Location. Das reicht aber für diesen ganzen Streaming-Zeugs. Mhm. Und Speedtest ist ja auch wichtig. Es gibt zum Beispiel die klassischen Anwender. Also der verlässlichste von allen, den man kennt, ist natürlich immer, wenn man sein Internet nachschauen will, geht man aufs Handy und gibt erstmal Speedtest.net an und schaut, wie viel kriege ich denn wirklich raus. Das geht jedem so, egal ob mit Handy oder mit was. Jeder guckt dann immer erstmal, wie viel kommt denn wirklich an hier von der Telekom. Ja. Vor allem, jetzt kommt von Uganda Hosting Unlimited. Ohne Scheiß. In Nürnberg. Nürnberg, Uganda Hosting. Mobile Breitbandnetze GmbH Freisbach. Ja, Wahnsinn. Wobei, Alex da muss ich was vorwegnehmen. 400k. Ja. Die Anbieter priorisieren den Traffic, der zu diesen Speedtest-Servern geht. Natürlich. Ja, natürlich du wirst immer eine bessere Geschwindigkeit erreichen als so. Natürlich. Es zeigt bloß, dass die Leitung in dieser Hinsicht offen ist vom ISP. Und das ist wichtig. Und das ist wichtig, weil wir wollen ja schauen, ob der ISP uns das zur Verfügung stellt, was wir zahlen. Sonst kann man hier gleich Klage. Jedenfalls, wenn es unter 40% runter ist. Klage nicht, weil in den ganzen Verträgen steht immer nur bis zu. Bis zu, ja, aber wenn es 40% langsamer ist als bis zu, dann kannst du klagen. Soll ich dir was Witziges erzählen? Nicht. Bei doch, einem kannst du. Der Server-Hoster, wo ich tatsächlich mir einen Server gemietet habe, da steht dran, dass ich zum Beispiel eine 600-Megabit-Leitung da dran habe. Mhm. So. Wenn ich mal so einen Speedtest mache, einfach über diesen Ookla Speedtest, dann kommt da auch 600 raus. Gut. Das Tolle, die hosten ihren eigenen Speedtest-Server. Das heißt, bei denen geht der Speedtest einmal im lokalen Netz. Und wenn ich dann auf den direkt nächstgelegenen Server mache, dann habe ich plötzlich nur noch 120. Ja, das ist halt Betrug. Das ist Abzocke. Ja, das ist Betrug. Deswegen machen wir uns so gut wie alle. Das Gute ist, man kann zwar solche Sachen manchmal nicht im Griff haben, weil Internet ist so eine Sache, da muss man manchmal kämpfen, aber man kann wenigstens die Geschwindigkeit im eigenen Netz unter Kontrolle haben und schauen, dass man die Geschwindigkeit, die ankommt, an der Hauswand auch im Haus mit maximaler Effizienz verteilt. Wichtig, wenn ich jetzt hier meine 250 messe, klar, die sind jetzt nicht 250, weil ich hier ja gerade gleichzeitig Streaming-Zeug betreibe. Jetzt, wenn ich jetzt aber teste und sage, das kommt hier an und ich gehe auf den Balkon und im WLAN kommt viel weniger an, haben wir schon mal die erste Schwachstelle. Wo ist die Schwachstelle? Ist es der Router, der zu schwach überträgt? Ist es das Handy, das zu schwach annimmt, weil die kleine Antenne nicht genug Leistung bringt? Ist es die Distanz? Ist es das Delay? Sind es die Wände? Und da fängt es die Buggen an. Und dann ist wieder die Frage, pass auf, wie schaffe ich es effizient, so effizient wie möglich, die Leistung, die an der Hauswand ankommt, in der ganzen Wohnung so zu verteilen, dass die auch einheitlich ist. Gibt es natürlich viele Ansätze. Viele Leute arbeiten dann mit WLAN oder Repeatern, andere arbeiten mit Ethernet. Wie ich zum Beispiel, überall Kabel legen. Ne? Manche arbeiten auch wie ich mit 10 GB Ethernet. Manche sagen, ist mir alles Latte, ich benutze den Standard-Router, der dabei war, oder eine Fritzbox von vor 20 Jahren, achten nicht drauf. Ja, solche Leute stellen sich auch einen Drucker ins Wohnzimmer und drucken jede Webseite aus und tragen sie dann ins Arbeitszimmer rüber. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten im Stream, sondern in unserer Livestream-Umfrage die Frage, wie mache ich das mit dem Netzwerk im Haus? Wie gehe ich über verschiedene Netzwerke, wie Stockwerke, wie mache ich das richtig? Jo, ich kann euch eins sagen,
DLAN ist mittlerweile keine Option mehr, weil ihr wollt bestimmt nicht die Sicherungen, also die Kabel für die Sicherung. Normalerweise haben verschiedene Abteilungen im Haus und Stockwerke und Räume meistens verschiedene Sicherungen. Meistens 16 Ampere. Wer gut ausgestattet ist, ein Studio hat, vielleicht 24 Ampere oder neuer ist, 24 Ampere. Aber das Ding ist, dass mehrere Abteilungen, ne, sagen wir mal hier, das Klo ist geklemmt auf Küche und die zwei teilen sich eine Sicherung und das Wohnzimmer teilt sich die Sicherung mit dem Schlafzimmer vielleicht. So, jetzt wirst du aber aus der Küche ins Schlafzimmer dein DLAN legen und steckst es ein und merkst, da kommt kein Signal an. Ja, dann müsstest du nämlich Schlafzimmer und Küche auf die gleiche Sicherung klemmen, dass das Signal dann auch durchwandern kann. Und Leute, die DLAN nutzen, beschweren sich immer, dass sie keine guten Geschwindigkeiten kommen. Ja, ihr müsst im Sicherungskasten die Räume umklemmen. Und das sind die Leute nicht bereit zu tun, sobald sie es wissen, weil es halt auch teilweise Probleme machen kann. So. Also ist DLAN meiner Meinung nach raus. Ist Hit und Miss. Ich habe selber mal ja schon so ein DLAN getestet. So ein Devolo 500 Megabit-Ding hatte ich hier mal gehabt zum Testen. Und ich meine, man sieht ja hier, da ist eine Steckdose und da ist eine Steckdose. Diese Steckdose werden hier über eine Sicherung verbunden. Also ist kaum Strecke zwischen. Trotzdem sind zwischen diesen beiden Steckdosen letztlich 50% Verlust. Das ist geil. Devolo ist übrigens Mist. Deswegen, aber das ist halt einfach generell so, nur um mal kurz darzustellen. Ja. Wie scheiße eigentlich so eine DLAN-Verbindung ist und warum man das eigentlich vermeiden sollte. Und deswegen, ihr könnt euch vorstellen, wenn schon von hier bis, also von hier einmal bis hier und dann wieder zurück dort, wenn schon da so viel Verlust ist, wie das passiert, wenn ihr das irgendwo in einem ganz anderen Raum anstellt und einmal das ganze Signal bis in den Keller zu den Sicherungen schleift zum Beispiel. Es gibt nur einen Anwendungsfall, wo DLAN sinnvoll ist. Ich hatte DLAN selber in meinem Kinderzimmer, weil unser Haus alt ist. Ab 70 oder 80 Jahre in dem Schnitt ist unser Haus alt und die Telefonleitungen sind noch aus der Urzeit. Da war noch das grüne Wählscheibentelefon von der Telekom angesteckt. Und das Internet war Mist. Also ich habe Tausender Internet bekommen. Ja. Bekommen? So viel? Tausender, ja. Tausender. Und das war Max. Das war auch noch Max bis vor 5 Jahren. Ich hab noch gefreut. Mein Dad hat jetzt gerade nochmal 5 Megabit. Mehr geht nicht. Reicht aber gerade nur so, um Netflix mal zu gucken. Ab und zu. Naja, und ich hatte halt auch scheiß Internet. Also habe ich mir einen Devolo-Adapter geholt, weil der musste nur einen Bit übertragen. Und da habe ich vom Router unten nach oben halt einen Bit übertragen mit einem 50-Bit-Adapter. Das hat mir gereicht. Dafür sind die Dinger gut, weil das für ganz schwaches Internet läuft. Aber für andere Sachen bitte nicht. Keine DLAN-Adapter in der Hinsicht mehr nehmen. Tatsächlich da einen ganz anderen Anwendungsfall für. Wenn du tatsächlich irgendwo so ein Ad-Hoc-Netzwerk irgendwo gerade brauchst, von wo du einfach dich hier quasi für so eine im Garten irgendwo groß Party oder so was gesagt hast und du brauchst irgendwie mal ganz schnell Internet irgendwo da hinten, wo du im Endeffekt eine Kabeltrommel verlegst, so, die du irgendwo im Haus dran steckst dann und dann noch LAN in der Nähe hast, dann steckst du da eben das Ding rein und dann an der anderen Seite den Empfänger und dann hast du relativ okay eine Übertragungsrate und kannst dort eine relativ stabile Internet. Was hast denn du für einen geilen Riesengarten? Hold it, Adon, wartet kurz. Auf einem Garten reicht's ja. Warte kurz, wir haben nämlich von den Leuten viele Anmerkungen dazu. Richtig, was ich gesagt habe. Klar, das mit der Sicherung ist es nicht allein, Phasenkoppler und FI. Aber ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, weil ein Nicht-Elektriker weiß jetzt nicht, was ein Phasenkoppler ist. Und klar, Sie werden den Begriff FI-Schutzschalter schon mal gehört haben, aber was der macht, nach welcher Zeit er auslöst und wie der ist und welche Typen es da gibt, wissen die Leute 0815 auch nicht. Also wenn ich jetzt DLAN-Adapter kaufe, werde ich mir einen Scheißdreck tun und werde herausfinden, was ein Phasenkoppler ist und werde im Sicherungskasten rumarbeiten. Höchst gefährlich und sollte keiner machen, keine Versicherung deckt das ab. Muss immer ein professioneller abnehmen. Bei Bastlern ist das anders, die machen das halt einfach. Aber... Ich kann aber im Problemfall Ärger geben. Also wenn die Versicherung mitkriegt, dass ihr irgendwas selbst gemacht habt und das nicht von einem Meister abgenommen wurde, gibt es keine Gale. In Mietswohnungen ganz verboten. Deswegen, wer sowas macht, der baut sich seinen eigenen Sicherungskasten wie der Lukas oben hin. Ich würde es auch machen, aber wer keine Ahnung hat von dem, was er tut und es nicht professionell aussehen lassen kann, Finger weg. Einfach Finger weg. Gut, Tod und Gefahr. Ich bin Mechatroniker und darf es theoretisch auch nicht, weil ich kein Meister bin. Muss abnehmen lassen, auch wenn ich selbst kann. So, auch wenn ich selbst in den letzten Wohnungen immer gemacht habe, ohne Beanstandung. Ja. Also ich sag jetzt mal so prinzipiell... Ja, was? Ich nehme mal kurz eine kleine Lücke bei dem ganzen Kram, wie es dann trotzdem doch versichert ist. Wenn du dann so einen Stecker hast, wie der auch in typischen Geräten ist, dann kannst du seine ganze Heimverkabelung dann als Gerät verkaufen. Deklarieren, ja, kannst du, aber es ist nicht CE abgenommen. Nein, habe ich nicht gesagt, aber du kannst halt damit dann sagen, ja, ist hier nur Gerät angeschlossen gewesen, deswegen
kannst du damit sagen, Versicherung hat trotzdem hier. Ich kann dir nicht sagen, du hast da irgendwas an der Hausverkabelung selber gemacht. Gut, also das, wenn die SPS im Sicherungskasten angefangen hat, hätte zu brennen, der vor die Sicherung geschalten war, hätte die mir Versicherung mir nicht bezahlt. Da hätte ich auch nicht mit einem CE-Stecker ankommen können und sagen können, Nein, das ist ja auch kein haushaltüblicher Gerätestecker dann in dem Fall. Aber an sich, wenn dir jetzt halt der Sicherungskasten anfängt zu brennen, obwohl du halt irgendwo im Haus noch einen Raum selber gemacht hast oder so, dann irgendwann dann sagen die, ja, woher wissen wir denn, dass da nicht noch irgendwas dran gemacht wurde? Ging ja eigentlich um die Art Arbeit am Sicherungskasten selbst. Ja, also da die Finger weglässt. Eine Lücke könnt ihr da noch schließen, sag ich gleich vorweg. Wenn ihr sowas macht, kann es sein, wenn ihr eine gute Haftpflicht habt, dass die Haftpflicht greift. Weil die Haftpflicht, ne, wenn du es der Haftpflicht meldest und sagst, glaube ich, habe Schmuh getrieben, kann es sein, dass die greift, weil es dein Eigenverschulden ist, weil du was gebastelt hast. Das aber vorher informieren. Vielleicht nur vorher informieren. Dass es günstiger ist, den Schaden selber zu bezahlen. Das meine ich. Die Versicherungsbeiträge werden dann astronomisch hochschießen in der Haftpflicht. Am besten erstmal alles rückgängig machen und dann Versicherung anrufen. Mhm. So machen, dass es wieder aussieht wie original. Soweit du das natürlich noch hinkriegst und du darfst es natürlich dann auch keinem erzählen. Also wir haben das jetzt natürlich auch dann nicht offiziell gesagt, dass er dann das alles schon aber wir wissen von nichts. Und auf keinen Fall sollt ihr irgendwas bauen und falls dann irgendwann mal ein Elektriker so kommt, sagst du, nö, das war schon so zum Einbau. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Ich habe das nicht angefasst. Das sagt ihr auf keinen Fall, weil das gut, man kann nichts nachweisen, aber macht es einfach nicht, weil es ist böse. Weil dann wird der Schuldige gesucht. Ne? Das war schon so. Ich bin hier vor 3 Jahren eingezogen, da hat jemand das Zeug schon verbaut. Ne? Weil wenn dann nämlich wirklich irgendwie jemand dann mal Nachforschung anstellt, dann guckt er sich nämlich mal an hier so gerade so, wenn, vor allem wenn er irgendwo in einem Mietobjekt wohnt oder so, dann ist ja eigentlich immer das beim Vermieter hinter Mietstelle gehabt hat. Deswegen ist da besonders schwierig. Wenn ihr Eigentum habt, dann kann man das nicht unbedingt irgendwie gucken, dass da Unterlagen sind. Aber da kann man ja trotzdem, könnte nachgefragt werden, sodass dann irgendwie alle Elektriker, die in den letzten Jahren bei die irgendwas an der Verkabelung gemacht haben oder so, dann plötzlich aufpassen muss und dann werden die halt einzeln abgeklappert und dann gefragt, war das so oder hast du das gemacht? Und warte. Ich hast Haftpflicht natürlich im eigenen Haus. Es muss ja nicht deine Haftpflicht sein. Nimmst du die Haftpflicht von deinem Daddy? Nein, nicht, dass das machen soll. Ne? Soll keiner machen. Aber wenn dein Daddy in deinem Haus irgendwas an der Verkabelung macht, dass es brennt, dann ist natürlich seine Haftpflicht dran. Genau, und so seine wie Haftpflicht geht astronomisch durch die Decke. Und aber nicht deine. Er muss zahlen, oder was? Nein, nein. Ja. Mach nur Blödsinn. Ne? Wir geben hier keine Tipps. Wie sind wir eigentlich von Technikthemen auf Versicherungs... Was? Wir wissen es auch nicht. Also wir lassen das jetzt mal sein, oder? Also ich sag mal, das machen wir nicht. Entschuldigung, das ist das schönste Sample, was ich heute jemals aufgenommen habe, weil der Carsten einfach so geil klingt dabei. Entschuldige. Er hat gesagt, ich schon mal einen Fahrerpost extra dazu gesagt, der gerade sagt, aber jetzt denkt das so gut. Das lebensgefährlich ist, obwohl wir schon gesagt haben, ist lebensgefährlich. Ja. Ihr dürft sowas ja auch nicht machen. Wir sind, wenn wir das machen, sind wir professionelle Vollidioten. Also, wir machen sowas gar nicht. Das ist so Virtualisierung. Wir reden virtualisiert und sowas. Ich darf das. Aber wir haben ja extra gesagt, Leute, macht sowas nicht. Ganz einfach. Wer selber dran rumfimmelt, ist auch selber dran schuld, wenn was schief geht. Richtig. Was ihr abgespielt, wie ihr mit euren Laborkrokodilklemmen an der Hausanschlusssicherung vom Stromzähler, dann sind wir natürlich nicht verantwortlich, was ihr da euch da reingebastelt habt. Ist auch lebensgefährlich, Finger weg. Fertig. Richtig, natürlich. Hier sollte keiner irgendwas machen, ohne dass er weiß, was er tut. Hey, das ist genau das sagen wir die ganze Zeit. Alex, kleiner Tipp, wenn ihr schon googeln müsst, was da irgendwie mit dem Thema, dann habt ihr nicht genug Ahnung, dann lasst ihr die Finger davon. Richtig, immer, immer. Ihr auch nichts googeln und selber basteln. Deshalb haben wir es extra so ironisch gesagt. Deshalb habe ich Absicht, das ist ja so. Aber ich schalte einfach die Tonspur dann stumm, wenn der Stream online kommt, dann sagen wir da auch nichts zu. Mit Wasser auswaschen, finde ich, wir machen mal... Ne? Und am besten die Handschuhe vom Metzger anziehen, die metallenen. Dann ich muss aber echt sagen, die 200... Weißt du, was tatsächlich witzig ist? Ja, wenn du dir tatsächlich so ein mit Kettenhemd anziehst, dann schützt die dich sogar davor, dass du dich damit umbringst. Theoretisch ist der Tipp gar nicht mal so doof. Du musst an alle da draußen, ne? Ich bin Mensch, ich habe immer schweißige Hände und nasse Hände. Immer, immer. Schweißige Hände, schweißige Füße. Immer pitschnass. Und damit, mit diesen salzigen, schmeißigen Fingern, tun die 230, 240 Volt aus der Steckdose so viel mehr weh.
Ich weiß, wovon ich rede. Viermal in meinem Leben habe ich schon extrem einen von der Steckdose bekommen. Und es tut so viel mehr weh. Seitdem habe ich für solche Sachen Gummihandschuhe an. Fell wachsen lassen. Ja, ey, ohne Witz, normalerweise weißt du, ein guter alter Elektriker geht hin mit seiner Hornhaut an die Finger und testet so, ob da Strom drauf ist. Ja. Ja, aber die habe ich nicht. Ich habe nur salzige Hände und es tut so viel mehr weh. Aber so mein Gummihandschuhe da tun ja auch noch nicht weh, die erschrecken einen nur, wenn man dran packt. Ja. Geht tut's erst, wenn die verbrannten Stellen an den Finger hast. Hatte ich schon. Alex, und dann schnell. Der schlaue Elektriker, das darf ich jetzt eigentlich nicht so laut sagen, aber der macht das mit seinem Handrücken, weil ja, wenn du dann nämlich zuckst, dann gehst du vom Strom weg und. Gehst du zum Bäcker? Nie so, weil ich rede red nur von der alten Schule. Dann lasst ihr nämlich nicht los. Schwank. Sondern erst lasst ihr los, wenn ihr umkippt, weil ihr tot seid. Mhm. Das Schwank. Ist dann vielleicht nicht mehr so optimal. Elektriker ja, der ganz alten Schule, von denen gibt es nicht mehr so viele, weil nicht so viele überlebt haben. Die gehen dann hin, hier mit den zwei Fingern, hier so, und dann erstmal so an den Livewire. Mit den zwei Fingern, ne? Ah, Strom drauf, passt. Aber es gibt immer noch welche. Hat genug Widerstand, dass du von dem kleinen Blitzer da nicht stirbst. Wenn du keine Herzrhythmusstörung oder eine Klappe im Herz hast, dann passiert auch nichts. Und darfst halt bloß halt alle zwei Wochen machen. Roger, offiziell darfst du nicht mal Steckdosen wechseln. Nein, offiziell darfst du nicht gar nichts machen. Offiziell darfst du den nicht mal anfassen. Offiziell darfst du noch nicht mal den Lichtschalter wechseln. Ja, selbst okay? Die Blende runternehmen zum Tapezieren ist eigentlich ein Verbrechen. Niemals. Niemals. Du darfst auch in der Wohnung keinen Rauchmelder runterbauen. Du darfst auch in der Wohnung keine Lampen selber anstecken, wenn die Listerklemmen nicht vorschriftsgemäß da sind. Wenn sie batteriebetrieben sind. Ja. Nein, auch das nicht. Wir haben welche, die von der Stadt montiert sind. Die dürfen wir nicht mal anfassen. Weil sobald wir sie anfassen, geht ein Alarm los. Und dann kriegen die eine Feuerwehr. Ihre neuen Rauchmelder kannst du auch nicht mehr rausschrauben. Da geht's direkt los. Ja. Deswegen will ich ein Haus, das ich alles selber machen kann. Was, wir brauchen Durchbruch? Okay. Soll ich dir eine witzige Story von einem Kollegen erzählen? Hau raus. Er wollte immer in seiner Wohnung rauchen und er hatte natürlich auch so einen schönen Rauchmelder da im Studentenwohnheim, der natürlich direkt mit Anbindung an die Brandmeldezentrale ausgestattet ist. Auch. Wenn der losgeht, dann ist direkt Vollalarm da los, weil die denken, da brennt das Wohnheim bei denen. Deswegen. Neuer Rauchmelder geht nicht los bei Rauch. Ja. Nicht bei Zigarettenrauch. Den neuen nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Der Rauchmelder, den wir hatten, neue. Ist von 2006 oder so neue. Gewesen. Ja, der war von 2006 oder sowas. Ja. Mhm. Der ist auch nicht losgegangen. Und wir haben zu zweit in der Bude geraucht. Okay. Da hat das einmal jemand geschafft, einen Rauchmelder auszulösen, deswegen hat er immer einen Gummihandschuh über den Rauchmelder gezogen. Für Hotel, kleiner Tipp, in der Dusche ist immer so eine Badekappe. Funktioniert super. Kaputt. Ja, wir sind voll von den Themen abgeschwichen. Ne? Eigentlich wollten wir über Netzwerke im Haus reden. Also nochmal, wer auch immer gefragt. Wow, danke schön, Dennis Farin. Hey, für die Versicherung. Das ist gut, ja. Versicherung, ja. Ne? Wir haben sogar hier Umweltversicherung, weil die Garage im Keller ist unten. Ne? Deswegen Umweltschadenversicherung, weil das Wasser von Hochwasser, was öfter passiert, da reinläuft. Und da sind schon fast welche ersoffen. Habe ich jetzt aus Anekdoten gehört vom Hausmeister, dass jetzt da schon mal vielleicht Leute in den Keller gerannt sind, während Hochwasser war und sich der Keller unten gefüllt hat und wollten ihre Autos retten, die dann rumgeschwommen sind in der Garage? Ja, gut. Die Leute haben es dann nicht geschafft, wieder rauszugehen aus so einer Tiefgarage. Ja, wieso renne ich bei Hochwasser überhaupt in die Tiefgarage, um mein Auto zu retten? Wieso renne ich in einen Raum, wo ich weiß, der füllt sich gleich exponentiell schnell mit Wasser? Warum renne ich da freiwillig runter? Das ist eine ganz andere Frage. Keine Ahnung, also wenn du dann 2 Millionen Dollar schweren Ferrari drinstehen hast, dann... Nein, ja, da steht kein... Kann man den nachvollziehen. Umweltversicherung. Weil wenn ich mir einen 2 Millionen Dollar schweren Ferrari leisten kann, dann kann ich mir auch noch einen leisten. Und der steht nicht da unten, dann leiste ich mir dafür ein eigenes Haus. Wenn es davon 20 Stück auf der Welt gibt. Wenn es davon 20 Stück auf der Welt gibt und die so limitiert dann sind, dass du einen Anruf von Herrn Ferrari bekommst und Ärger bekommst, wenn der kaputt ist. Ja, den stellen wir dann nicht in diese Tiefgarage. Macht die Versicherung. Ja. Eieiei. Hey, aber was ich nicht da eher frage... Der baut jetzt sogar noch ein. Wo ist die Testtüte? Wenn das 2 Millionen Dollar schwere Unikat vom Chef war, dann machst du das vielleicht Jungs, wir schweifen ab. Hold it. Die sind in den Keller reingekommen, die haben eine Tür geöffnet, also muss das Wasser irgendwo entweichen können. Wie blöd kann man denn sein? Vor allen Dingen, ich meine, wenn man halt schon in der Tiefgarage ist, ich meine, üblicherweise haben Tiefgaragen ja so eine große Rampe, wo man wieder raus kann. Ja, selbst wenn es nur so ein Abteil ist mit einem Auto drin.
musst du ja dadurch durch ich melde die Tür mich. Reinkommen. Jungs. So, diese Tür würde das Wasser ja ablassen. Warte mal. Wir haben schon wieder ganz anderes Zeug. Der Keller dann läuft ja trotzdem voll, weil da ist ja nicht unbedingt Abschluss hinter der Tür. Ja, aber du kannst ja dann trotzdem raus. Okay, lass das Zeug jetzt mal. So, pass auf. Also wir haben Fragen, und zwar, wie kann man auf dem Raspberry Pi Windows emulieren? Es gibt eine Windows-Version für ARM, die kannst du drauf installieren, die läuft aber nicht gut. Ja, die läuft aber nicht gut und die ist nicht geil. Macht das gar nicht erst, okay? Also das Nächste. Wie kann ich eine Unraid-Kombination dünn DNS mit SSL verschlüsseln? Die Methode mit Let's Encrypt klappt nicht. Also, pass mal auf. Wenn Let's Encrypt nicht klappt, dann gibt es nicht mehr viele Alternativen, weil das ist die Sache, die du machen solltest. Wenn du dünn DNS willst. Die Frage ist, warum klappt Let's Encrypt nicht? Ich glaube, das ist das Problem. Aber das ist zu ausschweifend, dass ich das behandle. Das Ding ist, du hast verschiedene Sachen. Du kannst Cloudflare versuchen. Cloudflare hat SSL-Verschlüsselung. Hier, Cloudflare DNS. Kannst du als dünn DNS verwenden. Das ist ein Provider, kostet aber. Du kannst DuckDNS verwenden, aber über DuckDNS musst du mit Reverse Proxy über Dings wieder gehen. Ist so. Alex Veto, Cloudflare kostet nichts in der Standardversion. In der Standardversion, aber für SSL aber brauchst du aber. Webpacks, die du weiterleiten kannst. Genau, du brauchst keine Pro-Version. Für die reicht die kostenlose. Die reicht? Du hast halt nur Webpacks. Ich dachte, endlich weißt du, wie der DynDNS von Cloudflare funktioniert. Ja. Aber ich dachte, die einfach nur die Domain, die du bei Cloudflare hast, auf deine jetzige IP um, das war's. Mehr macht er nicht. Mehr macht dein DuckDNS auch nicht. Ja, ich weiß. Ich dachte aber, Cloudflare kostet was für die SSL-Verschlüsselung dann noch, wenn du dir zu Cloudflare kostet nur, wenn du Image Resizing willst und. Okay. Ja, dann sollen sie Cloudflare nehmen als DDNS-Client mit SSL, dann hast du das auch. Gut. Ja, das Problem ist, dafür brauchst du halt deine eigene Domain. Genau. Das hat nicht jeder. Aber die kannst du ja anlegen. Ja. Hast du dir eine Billig-Domain oder eine so? Eine TK-Domain gibt's kostenlos. Domain oder so. Oder ML-Domain gibt's kostenlos. Mhm. Oder irgendwie eine EU-Domain kriegst du für, keine Ahnung. Warte. Sweetfox. Du meinst, der TS3-Server läuft nicht auf nein, ARM? Oder nicht. Nee. Oder nicht. Ja, und das kannst du auch vergessen, dass du das mit Windows auf IoT hinbekommst. Keine Chance. Das kannst du generell vergessen. Du kannst eher höchstens dir dann einen Compatibility-Layer reininstallieren. Entweder du lässt deinen Hauptrechner umrüsten und lässt einen Unraid-Server laufen. Aber nicht auf dem Raspberry. Ich weiß gar nicht, wieso du überhaupt ein Windows auf dem Raspberry Pi brauchst, um deinen blöden TS3-Server zu starten. Da, ich meine, den gibt's für Linux und der ist viel performanter, als wenn du erstmal noch ein Windows auf dem Pi feuerst. Ja, vor allem läuft auf dem IoT-Core läuft so gut wie gar nichts. IoT-Core, das ist quasi ein Windows-Server, den du von außen administrieren musst, auf dem muss speziell dafür compilte Apps laufen. Mhm. Moritz, es gibt eine vollwertige Version von Windows für ARM mittlerweile, die auch für ARM-basierte Laptops eingesetzt ist. Die kannst du auf einem Pi installieren. Das gut, ist die gibt es auch noch, aber... Dass du es eigentlich besser genauso gut sein lassen kannst und nimm einfach auf einem Pi ein Linux, hast mehr Spaß dran. Am besten kannst du mal Raspberry, da hast du deine volle Treiberunterstützung, aber... Noch eine Pi-Frage direkt. Ich bin gerade dabei. Schaut mal her. Pi-Farbe, kann ich neben Pi holen Webservents nennen? Ja, kannst du auf jeden Fall. Das kannst du aber auch hier machen, ne? Wie ich, wenn ihr jetzt seht, oh guck mal, Pi-Hole. Oh guck mal, Pi-Hole ist offen. Und ich habe auch Webserver nebenbei laufen wie Droppy. Dann habe ich jetzt auch Alex, du hast Unraid. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der einen Pi hat. Und ein Pi mit einem Pi-Hole bringt schon LickHTTP als Webserver. Ja, hast du doch. Das heißt, den kannst du einfach benutzen, konfigurierst ihn einfach, dass da deine Webseite drauf ist. Ja. Fertig. Du kannst sogar bei deinem Pi-Hole bei der Installation sagen, ich will einen Nginx oder Apache-Webserver für meine Oberfläche haben. Ja. Dann installiert er dir einen Nginx oder Apache mit, konfiguriert dein Pi-Hole, ändert sich überhaupt nichts. Und du kannst einen Webserver nutzen. Aber wenn er das nicht weiß, wahrscheinlich den LickHTTP. Warte, du hast ja auch hier die Möglichkeit, wo haben wir es denn? Also, oder Docker-Container. Du kannst ja hier auch dann deine, nicht hier, wo haben wir das denn mit den Domains, wo haben wir Settings? Bla bla bla, ich komme immer durcheinander hier. Du kannst das natürlich mit DNS und DHCP auch von hier machen, auch für einen Webserver. Selbst wenn du einen Docker-Container hast, kannst du das zum Beispiel hier drüber laufen lassen, über einen Pi-Hole. Das heißt, du kannst deinen Webserver auch über einen Pi-Hole laufen lassen, wenn dir denn sowas gefällt. Also das geht auch auf dem Raspberry Pi selber, ne? Das Interne. Alex? Ja? Carsten ist wieder da. Carsten ist wieder da, hauen wir dann wieder drauf. Yay! Also das ist alles kein Thema. Pass auf, wir sollten mal kurz eine Werbepause machen, weil ich muss schon wieder pinkulieren. Nach der Werbepause geht's weiter. Vielleicht habe ich heute sogar noch wieder mal ein Überraschungsvideo für euch.
falls ihr Bock habt. Und danach haben wir auch wieder neue Themen, denn Netzwerk im Haus und Speedtest. Das wollten wir jetzt endlich mal durchgehen, das gehen wir auch durch. Danach geht es darum, wie ist es am schlauesten im Haus, DHCP anzulegen und zu machen, zu verteilen. Oder ist es wichtiger, statische IP oder DHCP zu nehmen? Und bringt mir das überhaupt was? Macht das Unterschiede? Hat das performance-technisch was? Hat jemand gefragt, ob das sich lohnt, den DHCP von der Fritzbox zu nehmen oder DHCP von Pyrol? Gehen wir mal gleich darauf rüber. Und danach haben wir Open Talk und das aber nicht mehr so lang, sondern wir gehen ungefähr auf 10 nach 12 raus. Heute ist wichtig, weil ich wäre sowieso müde und wir würden ungefähr da aussteigen, aber ich mache heute meinen ersten Testlauf für einen Channel-Only-Mitglieder-Livestream. Der ist für die Kanalmitglieder-Only und jetzt nicht schreien, oh Mann, wir machen Zweiklassengesellschaft, nee, sondern ich tue, nachdem ich eh beenden würde, als Bonus einen Test machen und schauen, wie läuft es, kann man das machen und da ich noch ein bisschen Zwertheim mir heute abzweige und Kaffee reinschütte, gebe ich halt einfach nochmal extra Gas für die Kanalmitglieder zum Testen, ob wir das alles so hinkriegen und mal zum Absprechen, weil es wird jetzt gelegentlich auch mal Kanalmitglieder-Chats geben, wo ich dann quasi im Livestream Einzelprobleme besser behandeln kann, weil so sind ja trotzdem fast 100 Leute im Stream, da kann ich nicht auf alles so individuell genau eingehen und die Kanalmitglieder sollen ja auch irgendwo trotzdem einen Bonus und einen Vorteil haben, ne? Dafür sind ja Kanalmitglieder. Wenn ihr es sehen wollt, schnell in der Kanalmitgliedschaft abschließen. Genau, wenn ihr also dabei sein wollt oder ihr wollt es dann später sehen, könnt ihr jetzt noch für 99 Cent eine Kanalmitgliedschaft abschließen, dann seid ihr da auch in dem Circle. Wenn der aber schon wieder zu groß wird, dieser Circle, dann müssen wir die Kanalmitgliedschaften Livestreams auch wieder abschaffen, weil ich mich um die Leute auch nicht mehr kümmern kann. Zeit ist eben irgendwo ein limitierender Faktor bei so vielen Menschen. Das tut mir ja leid. Alex, es wird gerade eine Diktatur zusammengestehen. Ja, genau. Die Diktatur. Boah, dafür, dass Mehrwert da ist, ne? Das ist immer so geil, wenn dann die Leute schimpfen, weil schimpfen. Oh, da macht jemand was für die Leute, die zahlen, ne? Ja, hier müssen wir jetzt nochmal schimpfen, weil die Leute dürfen ja für ihr Geld nichts bekommen. Weißt du, was ich mir jetzt vorstelle? Die Leute gehen tatsächlich auf der Webseite, gucken sich an, wo du wohnst und dann stehen gleich, sobald der Kanalmitglieder-Only-Stream startet, stehen dann die Leute mit selbstgemalten Plakaten bei dir vor der Tür und machen so ein Bandgeruch-Preis. Nein, ihr bekommt sie per Post. Per Post. Wird ja aber durchgegriffen wie bei der richtigen Diktatur. Sie stehen mit Heugabeln und Fackeln vor der Tür. Da müssen wir es richtig machen wie Alligator-Style. Dann muss mir jedem hier eine Unterlassungserklärung zukommen lassen. Ne, ja. Also Jungs und Mädels, bis gleich. Wir gehen mal kurz. Hast du doch schon einen geködert. Oh, ja. Habe ich einen geködert. Das ist der Wahnsinn. Menschenskind. Yes, Kanalmitgliedschaften, kommt mit rein. Das ist cool, da bekommt ihr Perks und so. Ach, warum ist jetzt der Text über der Werbung? Ich weiß es nicht. Jungs und Mädels, wir gehen jetzt mal eine kurze Pause. Dann kann ich mal auf die Toilette gehen. Und ihr könnt euch Kanalmitgliedschaften abonnieren. Ne? Ihr könnt jetzt hier Mitglieder werden. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Und ja, die Musik läuft auf jeden Fall weiter, ne? So, wir sind wieder da. Hallo, wir haben uns gerade noch ein bisschen abgesprochen, so eine Kleinigkeit, wisst ihr ja, der Pausentalk, den darf man nicht verpassen. Manchmal mache ich da auch Blödsinn und sample da was mit. Alex Sollmann kriegt dich Alex samplen. Aber nein. So, erstmal hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind jetzt schon im Late Talk, da kann man auch mal ein bisschen einen Witz reinhauen. Schön, dass Marvi auch wieder da ist, hier einer unserer Ultra-Abonnenten, der ist sowieso verrückt. Falls ihr ihn noch nicht kennt, der ist ultra verrückt. HGW da oben, was angezeigt wird mit 701 Euro, das ist der verrückte Kerl, ne? Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass immer noch so viele Zuschauer mit am Start sind. Das finde ich nämlich ziemlich schön, dass ich euch irgendwie oder wir euch irgendwie halten konntet. Heutzutage ist ja alles so kurzlebig und so schnelllebig und die Leute schalten immer so schnell um. Es gibt ja auch so viel Content zu produzieren und schön, dass ihr uns immer noch so sympathisch findet. Das ist, das gibt mir immer so ein schönes kleines Gefühl, so einen kleinen Boost, ne? Weißt du, so. Hey, es gibt Leute, die uns... Ich glaube, einfach so machen, wie unser Nachbar das gemacht hat. Der hat nämlich so ein Mac Mini auf dem Klo stehen mit Monitor. Kann man machen. Ich hatte sogar in unserer alten Wohnung, wo ich jetzt vorher gewohnt habe, vor 2 Jahren, wo das große Studio noch war, da hatte ich sogar ein N64 mit Monitor über die Badewanne gemountet. Ein Original N64 mit Upscaler. Warum, weiß ich nicht mehr. war toll. Ja, warum nicht? Ja. Wenn Badewanne und Elektronik. Nehme ich einen Laptop mit. Vor allem Badewanne und Elektronik, ne? Aber... Was soll schon passieren? Ich die Badewanne. Ich? Viel? Das ist entspannend. Ach Quatsch. Voll entspannend. Nein, das sind Männer. Bade ich auch ganz gerne. Wir sind deutsche Männer, da geht's nur um Effizienz. Nee, Scheiß. Wenn ich mich da mal. Duschen, 10 Minuten fertig. Ja, für Duschen. Aber wenn ich mal Zeit habe. Wenn ich mal Zeit habe, dann lege ich mich 2 Stunden in die Badewanne,
Kopf unter Wasser und bin im lasst mich in Ruhetank. Zwei Stunden Kopf Schönste. Unter Wasser, das will ich sehen. Ja, halt Nase raus, Kopf rein und dann lege ich mich ins Wasser rein und lass mir mal Ruhe. Ah, das brauche ich ab und zu. Das ist so. Wir waren bei Thematiken. Könnte ich es nicht. Thematiken. Ne? Also Gott, pass auf. Wir was? Oh, Marvi, Dankeschön. Zum Glück diesmal. Er wollte nur, dass sein Name wieder oben steht. Ja, der wollte. Okay. Ja, aber das müsste eigentlich gleich aktualisieren, weil ich habe ja Streamlabs offen, deswegen HGW müsste sich gleich wieder aktualisieren. Ja, ich bin froh, dass da 9 Euro steht. Ich habe es gerade schon verlesen. Ich hatte schon Angst, da weiß man nie. Ah, 710. Ja. Siehst du, jetzt hat er. Weiß, wie viele Nullen kommen, was? Er wollte es nur glatt machen. Er hat sich vertippt. Ich dachte erst, das sind 900 Er hat sich um 3 Dinger vertippt, ja klar. So, und Jungs. Dann, und Alex rüstet aus und dann. Man merkt hier, es ist ein Snappy. So, Jungs. Das war jetzt, glaube ich, ein Spoiler. Das Video ist ja noch nicht draußen. Speedtest im Haus. Wenn ihr im Netzwerk selber einen Speedtest machen wollt, wir hatten ja jetzt gerade geklärt, so wie ein Speedtest geht. Ihr könnt Speedtest.net und Speedtest.ip und bla 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 und verschiedene Seiten abrufen, könnt Cross-Vergleichen, könnt dann eure Statistik aufstellen. Ihr könnt mit Android einen Speedtest-Server laufen lassen. Ihr kriegt überall ein paar Ergebnisse raus. Und wie machen wir es im Heimnetz? Wie kann ich jetzt testen, ob die Verbindung im Heimnetz funktioniert? Ich persönlich halte nichts von Sachen, Wireshark ist zwar cool, um IPs auszutesten und man kann auch mal einen Ping an die eigene IP schicken, um zu schauen, ob der Ping stimmt, aber so einen richtigen Speedtest, Daten hin und her schaufeln, das mache ich eigentlich immer wirklich mit File-Transfer und mit einem speziellen Tool, mit TerraCopy, weil TerraCopy besser ist als der Windows-interne File-Copy-Programm, komisch. Alles ist besser Dinge. Als das integrierte. Ja. Wie das zum Beispiel auf jeden auch Fall. Video vorgestellt hatten mit den Windows-Tools, die wir nutzen. Genau. Und TerraCopy. Das Integrierte hört bei 15 Gigabit auf. Ja. TerraCopy ist fixed, TerraCopy ist customizable, TerraCopy ist schnell. Carsten will was sagen? Ja, unser Top-Spender hat sich gerade beschwert. Ja? Was los? Musik ist zu laut. Musik ist zu laut. Okay, Musik wird runtergefahren. Dein Wunsch ist uns Befehl. Captain? Mach ich doch gern. Okay. Der fand die Musik einfach. Houston, die Musik ist zu laut. Dafür ist am besten. Ja, es gibt jetzt ziemlich viele Leute, ne, mit ziemlich vielen Ideen, ja, aber ich benutze immer den Standardtest. Immer. So, und zwar welchen Standardtest benutze ich? Ich benutze den Standardtest mit TerraCopy. Ich nehme immer, ich habe einen Einheitsfile bei mir selber erstellt, gleiche Größe, und dieses File schicke ich dann von einem Rechner zum anderen Rechner. Dann weiß ich, wo ist das Bottleneck? Liegt es an der SSD? Liegt es am Netzwerk? Liegt es woran auch immer? Und das, wenn es an der SSD liegt, ist klar sichtlich, oder an der Festplatte, weil dann irgendwann Cap ist. Und dann schaue ich halt, teste ich aus, Verbindung, hin und her. Von welcher Platte geht's wie schnell und so weiter. Und normalerweise sollte das auch dann, wenn ihr eine standardisierte Datei habt und schickt die unter euren Geräten rum, findet ihr eigentlich euer Leitungsproblem, euer Problem insgesamt normalerweise gut. Ihr könnt natürlich auch Tester zur Rate ziehen. Da gibt's günstige kleine Tester, die Ethernet-Kabel testen, auf Funktion, Durchsatz und so weiter. Gibt's dann grüne, gelbe, rote Lämpchen, die sagen dir, pass auf, wie sieht's mit den Pairs aus? Sind die Twisted Pairs in Ordnung oder nicht? Schade, hatte ich mal da. Meine liegt irgendwo da hinten, aber ist nützlich, weil auch Kabel, die im Betrieb sind, können dann einfach mal hier sagen, nach 2 Jahren Nutzung, jetzt gehe ich nicht mehr. Einfach so, weil ich will jetzt nicht mehr. HDMI-Kabel machen das gern, Audio-Kabel machen das gerne und Ethernet-Kabel machen das auch sehr gerne. Einfach mal von hier auf jetzt sagen, nöp. Ich will nicht. Ich finde das ja immer witziger, wenn die HDMI-Kabel das dann sagen, indem sie einfach die Pinne plötzlich rausgucken lassen und der Rest vom Kabel einfach noch im Port stecken bleibt. Ja, dann und das ist oft passiert, dass einfach das Ding dann, und dann ist mir es zu schade, weil diese HDMI-Kabel kosten nur 2-3 Euro, dann weg damit. Aber normalerweise müsste man das dann wieder neu ranlöten oder versuchen zu fixen, aber patchen. Ja, Krokodilklemme. Ja, die Sache ist die, so eine Frickelei zu löten dafür, dass es im Endeffekt, dass du für das, was du in einer Stunde, die du fast brauchst, um die Scheißfrickelei da wieder ordentlich dran zu machen, was du damit verdienen kannst, wenn du arbeitest, da kannst du ja so viele Kabel kaufen. Ja, klar. Also auf Kabel hast du viel zu viel Aufwand. Also jemand, der es professionell machen will, ich rede jetzt von rein professionell, der macht keine Spielerei, mit, also richtig professionell. Ist jetzt, da wird jetzt jeder Netzwerk-Admin denken, what? Der macht das alles mit SDI-Kabeln. Der krimpt sich seine SDI-Kabel selber und verlegt alles im Haus mit SDI-Kabeln. Gute ist SDI-Kabel. Ist auch viel einfacher. Ist viel einfacher. Das, ja, da geht Netzwerk, da geht HDMI, da kannst du alles drüber schicken. Da machst du alles einheitlich über SDI. Legst in jeden Raum SDI-Konnektoren und bast. Aber heutzutage kostet Quanta. Heutzutage werden auch für Telefonkabel und so oder Fernseher oder so einfach Ethernet-Kabel verlegt, weil du hast ja deine, was sind das, 8
8 Leitern. 8 Adern hast du drin. 8 Adern, so, ja. Und kannst darüber legen, was du willst. Ich meine, du hast ja sowieso eigentlich immer für den ganzen Kram so Voice-over-IP und so weiter. Und das ist ja alles meistens sowieso schon TCP-IP basiert, was du überträgst. Ich meine, selbst HDMI kann ja sogar Ethernet übertragen. Ja. Zwar nur 100 Megabit, aber es geht theoretisch. Es geht, es geht. Ich habe noch keine praktische Anwendung gefunden, aber es steht ja immer auf allen Kabeln drauf. Es gibt überall angepriesen. Es gibt dafür sogar praktische Nutzungsmöglichkeiten, weil HDMI Ethernet ist deswegen nützlich, wenn du dein Fernseher zum Beispiel im Netzwerk gekoppelt hast, aber dein, hier drüben, hinten habe ich einen stehen, wer kennt die Audio-Video-Receiver, die mehrere HDMI-Splitter hinten dran haben oder Inputs, wenn du damit quasi das Netzwerk auf die HDMI-Einzeldinger verteilst oder deine Boxen, deine 7.1 Atmos-Anlage zieht über Ethernet, dann ist das sehr nützlich. Gibt ja, aber wenig Problem Leute, die das haben. Find mal die ganze scheiß Hardware dafür, die damit dann jeweils kompatibel ist, dass du wirklich drei Geräte hast, die es können, damit du es übertragen kannst. Also das ist nämlich in ungefähr, ich runde mal kurz auf, 0% der Haushalte eigentlich so. Es sei denn, du kaufst es extra, dann ist es natürlich so. Aber so zufällig, dann ist das eigentlich nie, das ist das praktischer, wenn du dir dann noch irgendwo einfach ein LAN-Kabel dahin ziehst und dann dahinter steckst. Wo das außen macht, wir haben mal zwei Kameras, welche über Ethernet betrieben werden, auch Strom, über ein Gigabit-Kabel gelegt, einfach einmal 100 Mbit mit Strom drauf sind 4 Adern. Ja. Ein Ethernet-Kabel hat 8 Adern, läuft. Hat zwar nur 100 Mbit, aber für einen Videostream brauchst du kein Gigabit. Nö, für einen Videostream, ich meine, guck dir an, mit was unser Stream hier rausgeht, den wir hier pushen. Ich meine, Alex hat keine 100 Mbit Upload. Nö, und letztendlich, der Elektriker hat ein Kabel verlegt. Das war dem Kunden zu teuer, nochmal den anfahren zu lassen und nochmal. Weil natürlich wurde keine Leerrohre verlegt. Und dann muss es noch so ein billiges Kabel sein, das dann auch nur 4 Adern hat. Nee, das war zum Glück nicht. Das war zum Glück K7. Freakwatcher. Freakwatcher hat gerade nach unserer Kamera gefragt, nach unserer neuen, und ich zeig's nochmal hier. Diese Kamera, über die ich gerade komme, kommt über den 10-Euro-Adapter und zusätzlich nicht nur der 10-Euro-Adapter, sondern auch die neue Vlog-Kamera, die ich hier nutze, mit der ich schon gespielt habe in den Streams und habe dann solche Sachen gemacht, wie ich gehe mal ganz nah ran. Seht ihr? Also die ist schon gut. Teleadapter. Also ich kann mal zeigen, ich mache hier normalerweise den hier an. Also ihr seht, der Teleadapter stößt an seine Grenzen, deswegen habe ich hier so einen kleinen Knopf. Aber dazu kommt ein Video. Die Videos sind schon fertig. Und das ist was Schönes. Ihr wolltet doch bestimmt schon mal wieder ein Überraschungsvideo, Jungs. Ihr doch bestimmt auch, oder? Alles von mir aus kannst du natürlich ans Einspielen. Ich kenne es ja schon, glaube ich. Ja, klar. Oder? Ich mache das gerne, weil die Leute im Stream sollen sich ja auch mal Belohnung fühlen. Ich kann ab und zu mal ein bisschen was teasern und ihr könnt euch ein bisschen freuen. Es gibt demnächst ein neues Video, das rauskommt. Ach, ne? Ja. Kleiner Tipp übrigens. Wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen habt, dann könnt ihr alles, was wir hochgeladen haben, schon jetzt gucken. Nein, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Oder? Das ist technisch nicht möglich, weil YouTube mit der Beta-Funktion noch nicht so weit ist. Und zwar gibt es die Möglichkeit, privat nicht die Liste hochzuladen und für Kanalmitglieder. Aber Videos für Kanalmitglieder kann ich danach nicht auf öffentlich schalten. Das heißt, ich müsste Doppel-Upload betreiben. YouTube hat es noch nicht geschafft, ihr System auf die Kette zu kriegen. Ja, wir haben zwar welche in der Queue, aber ich kann sie nicht rüberdingsen. Sonst müsste ich Doppel-Upload und Mist betreiben und würde durcheinander kommen im Creator-Board. Super nervig. Super nervig. Alex, aber ich meine, wir müssen den Leuten ja irgendwie Bonus-Ding geben. Das heißt, wir könnten vielleicht besser das Ganze irgendwie gucken, das wird verschieben oder so, dass das. Ich krieg's da schon noch ein bisschen. Also, ich mache noch Rohcuts für die Leute, aber das kommt demnächst. So, also, Jungs und Mädels, ihr bekommt ein Bonus-Video aufs Auge, weil. Reichen eigentlich 50 Mbit Down 10 für Upstreaming? Ja, in HD. HD 10, aber nur HD 30 FPS mit 10 Mbit ist gut. Für Twitch kannst du auch HD 60 nehmen, weil die gehen auf 6 Mbit runter. Für Twitch ja, für YouTube macht das nicht. Du kannst auch für YouTube Full HD machen, weil du kannst auch für YouTube mit 6 Mbit hin switchen. Das sieht genauso kacke dann halt aus, als würdest du bei Twitch da halt mit 1080p schlimmer aus als bei Twitch, weil Twitch hat optimiert. Twitch hat optimiert auf 6 Mbit. Twitch sieht halt trotzdem kacke aus, wenn du 1080p 60 machst. Also eigentlich bei Twitch sieht es mit den 6 Megabit besser aus, wenn du 1280 oder 20 machst mit 6 Megabit. Das sieht besser aus, als wenn du 1080p mit 60 Frames machst. Genau. Das sieht. Aber ein echter Cineast wie ich geht sowieso nur mit 24 Hertz raus. Okay, Jungs, Mädels. Ein echter Cineast mit seinem schönen Motion Blur. Genau. Ich geb den Jungs mal drauf. Ich habe schon ein Video geladen. Hier, guck mal, ich habe euer Video schon vorbereitet. Viel Spaß damit. Ich hoffe, das gefällt euch.
Und wir sehen uns wieder, wenn es vorbei ist, oder? Die Leute freuen sich auf sowas, ne? Ich denke, das kommt gut an. Mhm. Okay, gehen wir mal drauf. Vergiss nicht, unsere Tonspur im Video rauszuschicken. Ja, ja, ich bin schon dabei. Und ab geht's. So, Jungs und Mädels, ich hoffe, das war irgendwie cool genug. Zur Frage von der Kamera habe ich gedacht, kann ich mal anteasern, ne? Ich glaube, ich soll demnächst auch mal ein Overlay erstellen, für das ist ein Teaser für eine Folge. So viel zur Frage, also die Spenden waren eine nützliche Dinge, die dann uns auch helfen, ne? Wir waren ja schon relativ weit, was Netzwerk und so weiter angeht. Netzwerktest im Haus habe ich auch schon erklärt. Wir gehen darüber mit diesem Ethernet-Kabel und unseren eigenen Tests oder halt im besten Fall OptSDI, was wir uns noch nicht ganz leisten können. Und wir hatten auch noch eine Frage, die sich damit beschäftigt hat. Pass auf, soll ich DHCP oder statische IP nutzen? Jungs, was habt ihr? Ich habe einen DHCP-Pool im Netz, aber ich weiß jedem Rechner und Server eine statische IP zu. Nur halt an sich halt so neue Geräte kann ich halt trotzdem anstecken und sie holen sich halt einfach eine IP aus dem Pool und ist halt dann. Was ist denn jetzt los hier? Oh Gott, Hyper. Hast dich ein bisschen ausgeschlossen. Guck doch mal, die Stromrechnung ist doch leer, da muss doch wieder was rein. Warte, was? Guten Abend zusammen. Sorry für die Verspätung. Leider bin ich in den Getränken im Lokal im Irish Pub verfallen. Morgen erstmal den Stream nachholen. Die Schwenkarm habe ich auch für meinen beiden Softboxen. Erstmal Barracuda, du hast was getrunken. Gib nicht so viel Geld aus, das ist schlecht. So. Weil es ist ganz, ganz schlecht, wenn du in so einem Zustand einfach uns schon wieder so viel... Aber dankeschön, ey, Junge, du bist doch crazy. Hauptsache der Abend im Irish Pub war geil, ne? Also, siehe, den Stream kann man jederzeit nachholen. Bist ja Premium. Schaust dir dann 10 Minuten später gleich auf Dings an. Gut, wenn du jetzt schon wieder da bist, kann er ja nicht so geil gewesen sein. Oder er wollte unbedingt uns sehen, weil wir besser sind. Ja, stimmt. Ja, wie wär's, wenn positiv aus sehen. Dem Irish Pub. Weißt du, was du ja dann eher halt machen musst? Du musst uns dann halt auf dem Beamer im Irish Pub anmachen. Einfach, dann kriegen wir ein bisschen mehr Popularität. Sowas ist doch nice. Hey, wie war das mit dem Fan-Treffen? Das ist da ja und nur damit ein Account. Dann gucken 50 Leute über einen Account. Das macht doch kein... Alter, Barracuda. Das ist schlecht für die News. Du bist doch irre. Ja, dann muss halt jeder nochmal sein Handy rausnehmen und den Stream auch nochmal auf lautlos anmachen, ja, damit wir halt die Werbeeinnahmen davon kriegen, ja, wenn wir Werbung schalten. Also wenn halt jemand denkt, er muss mit. Ich muss das hier gleich mal korrigieren. Schau mal, mein Filter hat sich schon verabschiedet. Stell dir einfach mal dieses Paradoxon vor, wenn unser Stream irgendwie 20 Zuschauer hätte, aber 10 davon wären irgendwie so Stadien oder so, in denen das gestreamt, wenn sie voll besetzt wäre. Ja, das bringt ja dann nicht wirklich was. Wir reden so, als hätten wir 20 Zuschauer, aber in Wahrheit sind es sehr viele. Ja. Das wäre schon irgendwie paradox. Das wäre aber auch was, oder? Einer in der Menge steht da mit der Handykamera und filmt alles, wie wir voll auf dem Großbild sind. Wir finden das dann plötzlich so auf YouTube, wenn Alex dann mal dann wieder die Stichworte alle absucht, dann finden wir das plötzlich auf YouTube, wie wir da in so einer Riesenleinwand gelaufen sind. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt? Wir haben das mal bei einem Kollegen gemacht, der wohnt in so einem Hochhausblock. Dann haben wir mit Beamer von seinem Balkon auf die Wand von einem gegenüberliegenden Haus FIFA gespielt. In 50 Meter Durchmesser. Das war der nice. Wahnsinn, war richtig das, cool. Das ist aber nice, ja. Und da sind auch unten die Leute an der Straße stehen geblieben, um zugeguckt. Was wir mal gemacht haben, wir haben den Funkmast, haben wir bei uns in der Uni mit LEDs ausgestattet. Und dann konnten wir da hier das Chemis-Spiel hier Hau den Lukas spielen. Also nicht, dass ich gehauen wurde, sondern dass wir diesen Ding da gehauen haben. Und dann halt hast du gesehen, wie die LEDs da hochgewandert sind. Krass, okay. Jungs, ohne dass ich auf Krieg stoße, ich möchte das DHCP und Dings-Thema noch durcharbeiten, statische IP, weil wir sind dann schon wieder an der Grenze des Streams. Gerade unter Zeitdruck. Genau, weil wir müssen ja dann den Stream wechseln für die Kanalmitglieder. Deswegen möchte ich unser Thema heute noch gar bearbeiten. Genau, wir müssen ja noch hier unser Testding durchziehen. Das haben wir angekündigt, weil wir schalten den Stream hier ab um 0.10 Uhr ungefähr und um 0.20 Uhr, 25 gehen wir mit dem anderen Stream online für die Kanalmitglieder, um zu testen, ob das gut funktioniert und ob das technisch und bla. Deswegen machen wir das dann. Und ich gehe jetzt mal schnell darauf ein, um nicht mehr Zeit zu verschwenden. So, ihr fragt euch DHCP oder bla. Dann gehen wir mal rüber. Ich habe hier ja schon mögliche Sachen und ich habe euch ja schon mal gesagt, interessant ist, die Leute fragen, sollen wir den Router DHCP benutzen oder statische IP oder Pi-hole DHCP und da geht es jetzt schon wieder los. Ich persönlich nutze für alle Geräte, die im WLAN sind, DHCP und für alle Geräte, die mit Kabel laufen, statische IP. Wieso? Statische IP
weil ich möchte nicht, dass sich die IP ändert. Da schicke ich vielleicht mal Sachen über eine Remote-Kamera, über eine Überwachungskamera oder über einen Rechner. Und da möchte ich, dass das fixe IPs sind, die ich auch im Kopf habe, die sich nie ändern, dass die auch in Docker-Containern wie MotionEye zum Beispiel richtig angezeigt werden. Und dass ich halt spezielle Einstellungen wie zum Beispiel Exposed Host oder Port Forwarding für die einzelnen Geräte übernehmen kann. Alle Alex, Geräte. Frage. Ja? Dein LAN und WLAN ist dasselbe Netzwerk? Nein. Also auch okay. Nein, ich erkläre gleich. Und mein WLAN ist unterteilt in zwei WLANs. Ich habe ein WLAN für statische Sachen, wie die Lichter. Das haben die meisten Leute nicht. Das heißt, das läuft über meinen normalen Standard-Router. Und da habe ich statische IPs für diese Geräte festgelegt. Und mein anderes WLAN läuft hier über Pi-Hole. Und Pi-Hole hat zwei extra WLAN-Router, die ich gekauft habe. Das sind Orbis. Und darüber läuft alles. Da läuft Gäste-WLAN, Handy-WLAN. Und es läuft alles über DHCP. Und DHCP wird aber gesteuert vom Raspberry Pi normalerweise. Das habe ich heute mal ausgemacht, weil ich ein bisschen was probiert habe. Das läuft nicht über einen Router, es läuft mit einer eigenen IP-Range. Und zwar nicht im gleichen Subnet und auch nicht im gleichen Netzwerk und auch nicht im gleichen Zugriffsding. Ich will es auch nicht, dass Gäste-WLAN habe ich per QR-Code angezeigt. Und dann möchte ich auch nicht, dass die auf meinen Server irgendwie zugreifen können. Und ich möchte aber natürlich auch nicht, dass die Werbung eingeblendet haben. Deswegen läuft hier mein Pi-Hole, der filtert gleich den ganzen Rest raus und auch Webseiten, die sie nicht besuchen sollen und meine eigenen Webserver und so weiter. Und genau deswegen finde ich, Grace ist jetzt auch dabei. Hey Grace, schön, dass du jetzt auch dabei bist. Der will auch unbedingt dann noch weiter gucken. Freut mich. So. Und ich mache das aus diesem Grund so, dass ich sage, es gibt sicher nichts DHCP und statisch, aber bei DHCP kann sich immer wieder was ändern, die IP und so weiter. Und dann sind deine Routings im Arsch. Und abgesehen davon ist DHCP für LAN-Geräte blöd. Da willst du alles fix haben, wenn die angesteckt sind. Die nimmst du nicht mal schnell irgendwo mit. Und wenn jemand anders zu Besuch kommt oder du ein neues WLAN-Gerät hast, dann willst du nicht da immer schnell statisch einstellen, sondern DHCP und ab geht's. Das ist so meine Meinung. Was sagen die Jungs dazu? Das, was am einfachsten ist. Ja, also wie also gesagt, ich bleib bei meinem, ich habe einen DHCP-Pool in meinem einfachen Netzwerk hier gerade, wo ich halt meinen ganzen WLAN etc. Zeugs reinmelden kann und weiß meinen Geräten halt trotzdem dann einfach auch entweder halt am Gerät selber eine statische Adresse zu und mache die dann auch noch im DHCP-Pool fest, dass selbst wenn ich dann einfach nur faul bin und einfach nur DHCP wieder dran steckt, dass der trotzdem dann eine statische IP im Endeffekt hat. Mhm. Das klingt doch gut. Und Dennis Fahrin, kleine Sache, wenn ihr gleich alle über Alex 5 GHz WLAN den Stream weiterguckt, dann kackt der Stream ja ab, weil das Internet bei ihm dann nicht mehr geht. Ja, so. wir haben was von Barakuda gemeint, der hat gemeint, meine Blockelist ist zu gering. Das stimmt, das ist möglich, aber importiere mal ein bisschen mehr. Das sind zum Teil Blocklisten, die ich selber erstelle. Ich importiere nicht irgendeinen wahllosen Mist, sondern ich tue die Stück für Stück upgraden und teste aus und erstelle die selber. Manche Sachen brauche ich, wie zum Beispiel die Google Ads Server brauche ich, weil ich selber Google Werbung schalte und dann geht meine Google Ads App nicht und so weiter. Das heißt, ich muss immer debuggen und austesten und muss mir die Listen selber hocharbeiten. Ich bin noch im Work in Progress. Ne? Ich denke mal so in einem halben, dreiviertel Jahr bin ich dann mal fertig. Das ist so. Alex, ich glaube mit sowas in der dafür gibt es ein zweites WLAN, das einfach durch ein VPN geschliffen wird und fertig. Nein, ich will sowas selber machen. Ich will das alles selber machen. Einfach weil Leute muss lernen. So, das spricht doch wie klingt gerade so ein bisschen wie so ein kleines, trotziges Kind, das sagt, nee, da will ich aber. Will ich aber. Ja, ich will es ausprobieren und machen. Dafür sind wir ja hier. Carsten hat die passende Schnute gemacht. Ja. Jungs, was habe ich noch in eigener Sache. Und zwar, wisst ja, ich benutze ja hier Streaming-Zeug, weil man kann man das auf der. Das sieht jetzt hässlich aus. Ich schalte mal kurz um. Das sieht jetzt hässlich aus, weil die Cam eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, dass man sie so sieht. Das hier ist das GoXLR. Das GoXLR nutze ich hier, ihr seht mich, das GoXLR nutze ich jetzt für Streams. Da kann ich sowas machen? Nervt mich sowieso, da kommst du nicht mit im Text. Siehst du, ich kann jetzt Samples spielen und so ein Scheiß. Und das GoXLR kam gestern an. Das habe ich bestellt vor 4 Monaten. Jetzt ist es endlich da. Epic Fail. Ich hatte vorher das hier, das GoXLR Mini. Und ich habe eigentlich beide bestellt, dass ich mir die so hinstellen kann und habe 8 Kanäle. Auf denen ich arbeiten kann, rerouten kann und mit Line-In gehen. Jetzt haben wir das Problem, dass standardmäßig natürlich einfach TC Helikin, ihr blöden Penner, eure Software ist rotz. Ich kann nur eines am PC betreiben, nicht beide. Mhm. Das Ding switcht nämlich beim Anstecken auf ein Gerät und ich kann es nicht ändern. Habe ich jetzt länger rumprobiert, nice. Geht nicht. Ich müsste über einen zweiten Laptop routen und hin und her und dann ist mir das Delay zu hoch. Deswegen verkaufe ich das. Wenn ihr also Interesse habt, das Ding hier zu kaufen, dann schreibt mich an im Discord, weil ich verkaufe das so. Und ich dachte mir erstmal lieber an die Zuschauer und an die
warte. Schon wieder 30. Für Carsten, das ist für Black Friday als Bild. Sehr, sehr nice. Hey, dazu erzählt er dir gleich was zu diesem Bild. Sehr, 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 sehr geil von dir. Sehr, sehr cool, Barracuda Gamer. Also hier übrigens hier, das hier. Zu viel. Wenn's jemand kaufen will, ich gebe es euch für unter dem Preis, der auf eBay ist. Witzigerweise, der Preis ist ja von 180 irgendwas auf 450 hoch, weil es nicht verfügbar ist. Ich mache euch auch einen guten Preis. Wer es haben will, ich brauche es nicht, weil ich es nie mehr verwenden kann. Ist unnötig im Setup, kann ich nicht erweitern, adaptieren. Deswegen bevorzuge ich euch mal, bevor ich eBay Kleinanzeigen oder so geht. Wenn einer Interesse hat, schreibt mich im Discord an. Die erste Nachricht, die ich kriege, weißt du, first come, first serve in der Art. Ich kann das von den Timestamps ablesen, wer das da dran ist. Jetzt schreiben dich alle an. Nur wer es ernst meint. Die Nachrichten alle gleichzeitig. Nee, ich habe doch Timestamps. Ja. Ich sehe ja, wer als erster geschrieben hat. Also first come, first serve. Der kriegt das Ding dann, wenn ihr es kaufen wollt. Und natürlich bitte nur echte Anfragen, weil Fake-Sachen, es ist ein bisschen traurig, sowas mag ich nicht so gern. Deswegen ist wieder mal ein Dankeschön an die Community und Dankeschön Barracuda Gamer. Und jetzt erklärt der Carsten mal, warum er hier Assassin's Creed Black Flag hat. Pass auf. Was? Alex, wo ich spielen wollte? Nein. Warum ist das da drauf? Wo drauf? Das meinst du? Ja, Carsten. Ja. Boah, Scrapyard, wann haben wir den Scrapyard gehabt? War das vor zwei Jahren? Vor fast zwei Jahren, würde ich sagen. Ich habe halt einen Case selber gemacht und das sollte mal der Deckel dafür werden. Und ich fand's cool. Das war richtig cool. Das war super. Das ist ja nicht das Logo von Black Flag, sondern das ist eine Mischung aus dreien und hab halt da so ein bisschen rumgefummelt und rumgefuhrwerkt und hab mir gedacht, oh, das schaut am geilsten aus, deswegen mache ich's da drauf. Es sah auch echt gut aus und das Video zu Scrapyard Wars ist auch online auf dem Zweitkanal, da könnt ihr das Video von Carsten angucken. Da hat er das Ding gebastelt und man sieht auch, wie das gemacht hat mit dem Case und dem Klappding und so weiter und wie das dann ausgemustert wurde und es war ein bisschen viel drunter und drüber bei uns überhaupt insgesamt. Aber er hat dann das hier quasi repurposed als schöne Wall-Deko und ich finde, das ist eine echt geile Wall-Deko. Und Carsten, ich habe da auch noch ein Projekt, ich teaser mal an, weil ich habe doch schon, ich habe auf Instagram schon geteasert zu dem, woran ich gerade arbeite und morgen kommen Sachen mit der Post und dann machen wir da Custom-Sachen, das wird toll. Außerdem kriegen wir einen Laser-Engraver, der wird auch toll. Aber den kriegen wir umsonst. Den kriegen wir umsonst. Das ist wenigstens... Ja, das musst du jetzt dabei sagen, damit die Leute nicht alle ihre Spende zurückziehen, was? Naja, weißt du, ich kann mir nicht noch einen Laser-Engraver kaufen, aber damit kann ich bestimmt lustige Sachen anstellen. Du hättest dir theoretisch eine Kombination kaufen können. Aber wenn du jetzt beides schon getrennt hast, dann ja, dann brauchst du das natürlich nicht mehr, wenn du den Einkaufsstoß gekriegt hast. Nur nicht zu viel teasern. Ich hoffe, ihr könnt jetzt noch ich insgesamt... Ich hab nur gesagt, du hättest dir eine Kombination kaufen können. Da kann ja alles möglich sein. Kann ja auch sein, dass du... Ich gebe euch da draußen jetzt noch 10 Minuten. Ihr könnt Fragen stellen und dann müssen wir den Stream beenden. Eigentlich würden wir ihn sowieso beenden, weil müde. Aber wir geben uns heute noch mal einen Druck für die Kanalmitglieder und halten noch mal eine Stunde länger durch. Soll ich mich in der Zwischenzeit noch unbeliebt machen und sagen, dass Black Flag eigentlich der Assassin's Creed-Teil war, den ich persönlich am wenigsten gespielt habe und am wenigsten mochte? Damit machst du dich unzufrieden. Ich fand es ein gutes Piratenspiel. Ich weiß, aber... Das war das. Ja, gut. Okay. Wollen wir das neue Tool ankündigen, jetzt oder später? Kündige schnell an. Ah, oh, da muss ich ja jetzt... So. Du weißt, was ich meine. 0 Uhr, ja, wir haben ja gesagt, ja? 0 Uhr 10 hört der Stream auf. Moment. Ich muss erstmal vorbereiten. Ja. Sigmas? Sigma. Ja. Ich geb dich gut. Groß, warte, Moritz. Wupp, ja. War gut. Dennis hat natürlich jetzt voll den Spoiler rausgehauen. Ich? Sigmas, also. Hier steht Dennis Customs, hat den Spoiler rausgebracht. Ja, lass ihn Lukas machen, lass ihn Monat weitermachen. Komm, wir haben Zeit. Maustürme per Kender, diese Registry-Dateien anklicken, ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo hier. War nicht so schön. Ein Button, einmal hier draufklicken, let's go, fertig. Problem gelöst. Gut, den Fehler im Hintergrund ignorieren, weil dich als Admin ausgeführt. Oh meine Güte, nee, Moritz. Das war jetzt schnell. Ja, das war echt schnell. Du hast sehr schnell geteasert. Also, das Maus-Tuning-Pack ist quasi fertig und es kommt das Video dazu raus in 2 Wochen. Und da gibt es noch Geheimnisse, die wir noch nicht verraten und Extras, die wir noch nicht verraten. Aber das Video ist schon fertig, weil der Moritz war hier und haben das Video dazu gedreht und das Pack ist auch schon fertig. Und das wird heiß, das ist richtig heiß. Lasst euch da mal hier, ne, lasst euch schon mal ein bisschen hypen. Das ist ja auch nicht das letzte Tuning-Pack, das raus ist. Da sind noch ein paar an Arbeiten. Wir haben auch noch dieses Custom-Tool, das jetzt auch bald fertig ist.
Und ich persönlich arbeite selber gerade viel am Compiling. Das sagt ja auch schon einiges, wenn man viel compilen muss. Und vor allem, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man, das ist jetzt auch ein kleiner Teaser, weil wenn der Moritz teasern darf, darf ich auch teasern, warte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger kennt. Ne? Diese Dinger hier, diese ganz kleinen, warte, ich schalte mal um in den Produktvorschau-Modus, dann müsste das besser funktionieren, pass auf. Tja, ob ihr diese kleinen Dinger hier kennt. So, und die Dinger musst du mit dem Ding hier erstmal flashen. Und dann musst du mit chinesischen Programmen arbeiten, um die richtige... Und das kann echt nervig sein, aber es ist schon mal ein Teaser, auf was kommt. Damit habe ich die Leute doch schon nochmal heiß gemacht, oder? Wer mehr quatschen will, wir sehen uns gleich wieder im Channel-Only-Livestream. Alle Jungs auch noch am Start. Wer mehr von uns im Livestream haben will, nächste Woche geht's mehr. Und nächste Woche machen wir auch ein bisschen länger. Da machen wir vielleicht ungefähr 3,5 Stunden so, schätze ich mal. Da ist mal wieder ein bisschen mehr Headroom bei mir. Und für alle anderen, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Danke, dass ihr Bock auf uns habt. Danke, dass ihr den Livestream feiert. Danke, dass ihr unsere Videos schaut. Sorry, Eldiron, ja, für 99 Cent kannst du weiter gucken. 10 Minuten, weil ich habe ja ein zweites Screen. Für 99 Cent. Ich betreibe hier nur Werbung, aber hey, es ist Werbung. Für 1 Euro weitere 5 Minuten. Ja. Ey, ist günstiger als Kino. Du musst mir überlegen, du zahlst für 1,5 Stunden Kino und zahlst du vielleicht 8 bis 11 Euro. Ja, plus Popcorn. Und lustiger. Das gehört ja zum Kinoerlebnis irgendwie dazu, finde ich. Ja, Produktionskosten und so, lass mal außen vor. Dann holst du der Kino, dazu. Ja, was? Ja? Welches Popcorn bevorzugt ihr? Süß oder salzig? Süß. Karamell. Süß. Der ist ja süß. Süß. Also, das salzige Popcorn ist das ehrenlos. Salz-Popcorn. Ja, der hat sein Leben verloren. Das da sind Popcorn wir wenigstens ist, einer Meinung, weil ich bin auch der Meinung, dass Leute, die salziges Popcorn essen, Masochisten sind. Wie war das nochmal? Außer sie sind mit Käse überbacken und mit Schinkenstückchen. Dann ist geil. Ja, außer sie sind mit Chili, dann sind sie auch okay. Aber warte mal. Es gibt dazu nur eine Sache zu sagen. Nachos. Es gibt einfach Nacho-Käse drüber und Schinkenwürfel rein. Ja. Habt ihr schon mal Popcorn mit Maggi gegessen? Nein, aber das ist... Epic Fail. Maggi ist schon der Fail daran. Ich habe die Geräusche, die kommen, wenn ich Popcorn mit Maggi esse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie war das? Achtung, Achtung, das kann ich nicht unterstützen. So. Nein. Danke für den Bit, Eldirion. Wir sehen uns. Also für alle, die noch weiter gucken wollen, wir sehen uns in 10 Minuten auf dem Channel Only. Dankeschön, ja, das kann ich sehen. Holy Smile. Resub 3. Dankeschön, Nicht Holy Smile, Tiger 2K. Ah, dankeschön. Resub, dritter Monat. Ja. Richtig. Nice. Wir sehen uns wieder in einem der nächsten Videos. Also ich schätze mal, das nächste Video wird sein eben das nächste Video. Ja, es ist monatlich kündbar. Also ihr wisst schon, also das nächste Video ist dann nächste Woche dran, weil immer 1 bis 1,5 Videos die Woche plus Livestream. Und für alle, die sich wundern, Kanalmitgliedschaft, ja, ist wöchentlich kündbar. Ich gebe euch noch Bonus-Content dazu, wie Rough Cuts zwischendrin mal, Danke-Videos und ganz viel anderen Blödsinn und Müll. Und gute Sachen natürlich auch. Und natürlich Beta-Programme, Teile für, also die Channel-Mitglieder bekommen heute schon einen Link zum Maustuning Pack 2 in der Kanalbeschreibung. Also ihr bekommt mehr Wert, bevor wir eigentlich soweit sind. Auch Beta- und Alpha-Sachen. Und ja, und auch mal hinter, behind the screens, natürlich bekommen sie das. Und halt einfach Bonus-Sachen hinten nach, die wir sonst auf dem Kanal nicht produzieren würden. Deswegen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, einfach mehr Wert. Weil wir denken, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bekommt ihr das auch. Erklär mir das mal kurz. Hm? Was? Ist jetzt genauso, what the fuck? Bin ich doch direkt dabei. Dass ich einen Soundboard hab, damit ist doch schon... Nein, der Ton hat er gemacht. Alex will die... Der Ton, achso, weißt du, nicht wundern, weil ich hier so Stuff mache, wie zum Beispiel... Es ging um den Kotzton von Lukas. Achso, der ist auch gut. Kotzton? Achso, ja, der Kotzton ist von Alex. Seeguck ist auch dabei. Den hab ich von Alex gesampelt. Es ist einfach... Es wird auch nicht teurer. Es wird auch nicht teurer. Ich behalte alle Preise bei. Ihr habt Staffelung, es fängt bei 99 Cent an. Ich will ja keinen benachteilen, sondern jeder, der sich denkt, hey, ich will euch monatlich unterstützen, dass ich Sachen kaufen kann oder Updates betreiben kann oder Hardware kaufen kann, wie zum Beispiel, ich zeig's mal. Diesen Monat 99 Cent, nächsten Monat 99 Euro.
Ich habe von den ganzen Beiträgen für Kanalmitglieder und so weiter, habe ich nur Hardware gekauft, die ich brauche, um Videos zu machen. Also es fließt alles reinvestierend in die Videos. Und deswegen sollen sich die Leute nicht schlecht fühlen, sondern ihr helft uns dabei, einfach mehr Content zu produzieren. Und es ist deswegen keine Zweiklassenunterstellung, sondern ihr helft uns einfach, die Content-Sachen weiter am Laufen zu halten. So, also so ein so. Wir sollten so vielleicht unseren Top-Donatern auch andere Dinge noch machen, irgendwie da, dass die noch ein bisschen mehr geehrt werden. Die kriegen auch noch mehr, außer die Erwähnung am Ende. Aber ich kann nur so schnell machen, wie ich mache. Also die kriegen dann einen eigenen Rang, den sie sich dann da kaufen dürfen bei den Mitgliedern. Habe ich ja sowieso angekündigt, habe ich halt nur gemacht. Warte nochmal 2 Euro extra. Hey. Ja. Also die Top-Leute bekommen nochmal extra was, aber dafür muss ich erst die Sachen haben, die jetzt in der Post sind. Und natürlich dieser Lasergraver. Die Discord- und Forenränge könnt ihr euch holen, einfach mich im Discord anschreiben. Genau. Also einfach anschreiben. Und eine Sache noch, nein, wir werden nicht auf Twitch streamen, weil auf Twitch kann ich nicht sicherstellen, dass ihr nur Kanalmitglieder diesen Stream bekommen. Weil es muss ja für die irgendwie was Exklusives sein. Deshalb läuft es nur auf YouTube, halt über extra Stream für Kanalmitglieder. Bist du Kanalmitglied, wird dir dieser Stream angezeigt und du kannst ihn anklicken. Bist du kein, siehst du den Stream zwar, kannst aber nicht gucken. Das ist... Genau. Ja, aber 99 Cent sind jetzt meiner Meinung nach keine Paywall, weil dafür kriegst du nämlich beim Bäcker nicht mal mehr ein Hörnchen. Also nicht mal mehr eine Butterbrezel. Das ist günstiger als eine Butterbrezel. Ansonsten kaufst du dir von eine Kugel Eis von den 99 Cent. Nehmen wir, die kostet ja 1 Euro. Kriegst du auch nicht mehr überall. Stimmt. Kriegst du auch nicht mehr unter 1 Euro. So, Jungs und Mädels. Da musst du nur die richtigen Läden kennen. Wir gehen hier raus. Bis gleich. Jungs, bis gleich. Wir quatschen derweil schon mal weiter und bereiten den nächsten Stream vor. Die nicht mitgucken können oder sich es nicht leisten können, es ist okay, es ist ja auch nicht wild. Ihr bekommt diesen Livestream natürlich wieder nächste Woche zu sehen auf dem Zweitkanal. Und die Best-ofs versuchen wir so schnell wie möglich zu schneiden. Und für alle anderen, die sagen, ach komm, pass auf, mach ich einfach. Cool, Dankeschön, ihr helft uns sehr. Und es ist cool, dass ich euch auch jetzt noch mit rüber transportieren kann in den nächsten Stream. Und für alle anderen bitte nicht enttäuscht oder traurig sein, weil wir wollen hier wirklich niemanden benachteiligen. Das ist jetzt wirklich nur extra. Wie auf der DVD früher, wenn ihr DVDs noch kennt. Und damit, bis denn. Und alle verabschieden sich schon mal an die jetzt aussteigen. Mhm. Auf Wiedersehen. Machen wir die Livestreams dann jetzt mit Entwicklerkommentar. Wow. Das wäre cool. Überlegen wir uns mal. Also, raus aus diesem Video, rein ins nächste Video. Wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis gleich oder auch nicht. Wir werden euch sehen, oder? Oder werden wir es sehen? Überrascht uns doch. Sie werden uns sehen. Tschüss.